Oh! Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Next Quest Studio für unser jetzt doch über einige Zeit hinweg angekündigtes Mystery Let's Play. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, was heißt Mystery Let's Play? Das heißt, Sophie, wir spielen ein Spiel, von dem weder ihr noch die alten Männer wissen, was es für ein Spiel genau ist. Ich kann euch aber sagen, also Punkt 1, ich weiß es. Punkt 2. Das ist hilfreich. Ja, das ist manchmal echt hilfreich. Punkt 2, dieses Spiel gibt es wirklich. Also, das ist ein Rollenspiel. Ein alte Männer-Rollenspiel, also aus den alten Tagen, irgendwo 70er oder 80er, was genau werde ich nicht verraten. Das ist wirklich in dieser Weise gibt slash gab. Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäre das ja auch wiederum langweilig. Ich habe einige Dinge angepasst, aber das bezieht sich jetzt in aller Linie darauf, dass ich Sachen übersetzt habe, vor allen Dingen, so dass das hier keiner erkennt, von was wir hier genau reden. Und es geht vor allen Dingen darum, dass wir eine richtig, richtig coole Storyline damit haben. Mhm. Und ich mache das deswegen so, weil das Spiel meiner Meinung nach genau so gedacht war, es zu spielen. So, da habe ich auch Beweise für, über die ich aber jetzt noch gar nicht reden möchte. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach gnadenlos ein und dann gucken wir mal, wie das wird. Ich bin jetzt schon sicher, ihr werdet alle ganz, ganz, ganz viel Spaß haben, vor allem ihr da draußen. Mir würde natürlich interessieren, wie fühlt sich das für euch an? Wie kommt das rüber? Was denkt ihr dazu? Was habt ihr hier für Eindrücke und irgendwelche Sachen? Und schreibt das gerne alles in den Chat mit rein. Ich bin mir sicher, die Kollegen werden es mir danach verraten. Wir werden das jetzt hier nicht live mit im Let's Play machen, weil zum einen mitten im Let's Play ist immer ein bisschen schade und macht die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Punkt 2 ist, wenn ihr dann irgendwie, weil ich es nicht geschickt genug angestellt habe, herausfinden solltet, von was wir hier genau reden, wäre das ja dann schon wieder langweilig, wenn die alten Männer es dadurch zu früh rausfinden würden, weil bei denen habe ich keine Bedenken, dass sie das schaffen. Gut, also fangen wir an. Es ist nicht Dallas, nur weil gerade die Frage schon im Chat aufkam, es ist nicht Dallas. Dann würden wir, glaube ich, auch alle drei aufstehen und gehen. Hätten wir vielleicht auch erkannt. Ja, ich habe vielleicht habe ich die Namen angepasst. Du bist ein Ölmogul in Dallas. Du heißt aber nicht JR, du heißt RJ. Aber bei den beschriebenen Waffen auf dem Charakter-Sheet halte ich Dallas für unwahrscheinlich. Ich halte auch Dallas für unwahrscheinlich. Genau. So, gehen wir auch mal direkt rein, weil ich habe nämlich drei Charaktere vorbereitet, von denen ihr euch dann auch gleich mal einen aussuchen dürft. Jetzt würde ich die Regie mal bitten, dass sie mir mal direkt Davis der Rote einblendet. Geht nicht? Okay, geht noch nicht. Ja, dauert noch einen Moment. Alles klar. Gut, also wir können noch nicht Davis den Roten einblenden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht schon mal über Dinge reden können. Ich werde gleich noch eine Hintergrundgeschichte dazu erzählen. Ich möchte anmerken, wenn ihr den Überblick behalten wollt, das geht jetzt an die alten Männer, ihr könnt das natürlich auch machen, aber vor allen Dingen für die alten Männer, macht euch ein paar Notizen dazu. Also es werden ein Haufen Namen kommen und irgendwas und das ist durchaus auch Teil des Spiels. Also, weil ihr kennt das ja, es ist immer total super, wenn man beim Spielen dann die ganze Zeit nach... Wie ist der nochmal? Genau, deswegen. Also, das ist eine Frage der Intelligenz. Hä? Okay, also legt euch Blatt und Stift und Papier auf jeden Fall schon mal zur Seite. Und wir haben drei verschiedene Charaktere. Ich kann ja schon mal zu denen grundlegend was sagen. So, also wir haben einmal Davis der Rote. Davis der Rote ist von der Klasse her Krieger der Valmar. Wer die Valmar sind, werde ich gleich noch erklären. Und wir haben 6 verschiedene Attribute. Also wir haben Intelligenz, Geschicklichkeit, Stärke, Charisma, Konstitution. Mhm. Wem kommen die bekannt vor? Ja, Björn kennt sich mit denen nicht aus. Okay, gut, alles klar. Und dann haben wir noch eins, da steht XXX. Warum habe ich da XXX hingeschrieben? Die anderen sind wirklich mehr oder weniger passende lose Übersetzungen. Wenn ich das übersetzt hätte, hätte das gewisse Dinge verraten, die ich nicht verraten will. Das heißt, ihr habt ein Attribut, das ihr auch mal vielleicht brauchen werdet. Aber da ihr eure Charaktere überhaupt nicht darüber nachdenken, wie gut ist eigentlich mein Charisma? Habe ich mir erlaubt, das einfach wegzuixen. Das ist ja nicht relevant. Dadurch, dass wir ein XXX haben, wissen wir alle, von was ich rede, wenn ich von XXX rede. Richtig? Okay.
geht ab. Gut. Also hat hier XXX nicht mit irgendwelchen Schmuddeldingen zu tun. Okay, du hast recht, der Buchstabenwahl war nicht geschickt. Nennen wir es einfach das Porno-Attribut, da müssen wir alle drüber reden. Nein, genau. Das tun wir nicht! Da, alles danke. Klar. Jan, ich wollte das nicht so direkt ausdrücken, aber das war ja, auch mein Gedanke. Ja, das war mir schon klar, ich dachte, ich sag's einfach mal. Also Y, okay. Genau, das, wo Razazort rausgeboren wurde. Okay, also, wir haben Werte zwischen 3 und 18. Wem kommt das noch irgendwie nein. bekannt vor? Genau. Oh, ich sehe gerade, wir können Davis den Roten einblenden. Die Regie hat es... Oh, Mann, sieht das gut aus. Toll, jetzt seht ihr auch alle Rechtschreibfehler, die ich irgendwo eingebaut habe. Alles klar. Also, von daher, ihr seht, Davis der Rote ist Krieger der Walmer, ist nicht herausragend intelligent, hat aber eine echt ziemlich geile Stärke, muss man sagen. Hat ein ordentliches Charisma und eine gute Konstitution. Er hat Trefferpunkte. Trefferpunkte kennt ihr auch noch relativ klassisch, ne? Und ihr habt Waffen. Bei den Waffen muss man jetzt ein paar Anmerkungen machen. Also, eure Waffe hat eine Waffenklasse. Die ist wichtig für die Frage, wie ihr angreifen könnt. Das heißt, ihr müsst mir dann immer sagen, welche Waffenklasse das ist, weil die vergleiche ich dann mit der Rüstungsklasse der Gegner, die ihr angreift. Dann haben wir unterschiedliche Schadenswerte. Diese Schadenswerte richten sich auch je nach Gegnertyp, den ihr angreift. Da ich das euch aber auch noch nicht verraten will, was ist, habe ich einfach Schaden 1, 2, 3 hingeschrieben. Das heißt, ich muss euch im Einzelfall dann nachfragen, was das ist. An den Waffen, die der gute Mann besitzt, könnt ihr jetzt, glaube ich, schon ableiten, dass ihr nicht unbedingt zwingend hier ein Hightech-Abenteuer spielt. Yep. Ja. Also von daher, der ist mit einer schweren Keule bewaffnet, mit einem Steinmesser, was aber auch echt schnell kaputt geht, aber besser als nichts ist, und einem Holzspeer. Wenn wir von einem Holzspeer reden, dann ist der natürlich schon Hightech. Der ist mit so einer gehärteten Spitze. Also im Feuer gehärtet. Ich wollte gerade sagen, die haben die Spitze ins Feuer gehalten. Genau. Oh. Die ist im Feuer gehärtet. Er hat eine Rüstung, die ist wirklich Hightech. Also Davis der Rote besitzt eine Rüstung aus gehärtetem Leder. Das heißt, das ist wirklich, also Leder, soweit das eben möglich ist, für die Walmer Leder herzustellen. Und das ist vor allen Dingen mit ganz viel, die ist durch ganz viel Pipi dann tatsächlich zu dem geworden, was sie jetzt ist. Möglicherweise in Öl gekocht. Und auch das. Ja, genau. Okay. Beides hat Einzug gehalten in dieses. Also, der hat auf jeden Fall. Man kann Wahlweise auch Essig nehmen. Bitte was? Man kann, glaube ich, auch Essig nehmen. Ja, wenn man Essig hat, wohlgemerkt. Wenn man Essig hat. So, also, das ist Davis der Rote. Jetzt blenden. Das ist seines Zeichens Krieger. Der Krieger, den ihr zur Verfügung habt. Ihr dürft euch gleich entscheiden, wer wen spielt. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir noch Hanno der Flinke. Genau, seines Zeichens. Der wohl ist. Flink. Ein Jäger der Walmer. Ihr seht, er hat eine deutlich höhere Geschicklichkeit. Ansonsten ist er etwas intelligenter als sein Kollege. Dafür nicht so stark. Seine Konstitution ist etwas geringer, hat auch etwas weniger Trefferpunkte. Aber der besitzt einen Sehnenbogen. Was tatsächlich auch, man kann das, glaube ich, so stehen lassen, mehr zum Hightech-Bereich. Auf jeden Fall. Der Walmer gehört. Mit 20 Pfeilen mit Knochenspitze. Jetzt auch hier an der Stelle, falls ihr euch wundert, das System zum Treffen mit Pfeil und Bogen läuft natürlich völlig anders als das System. Weil ich benutze die Systeme so, wie sie vorhanden sind. Aber das ist ja auch der halbe Spaß dessen, was wir heute machen. Auch der besitzt ein Holzspeer. Der hat nur verstärktes Leder. Also sprich, in dem Fall, das ist also im Endeffekt weiches Leder, in das aber nochmal irgendwie Knochen und so weiter und so fort und solche Sachen dann drauf. Höher ist schlechter. Genau, höher ist schlechter. Okay. Ja, bitte dich. Ja, klar. Wir sind hier. Also, vielleicht hast du die grundlegende Verwandtschaft zu D&D bemerkt. Ja. Genau. So, und der besitzt noch ein Seil. Das ist also jetzt aber. Seil, das ist Hightech. Krass. Seil bedeutet in dem Fall eben jetzt hier nicht das, was wir aus der klassischen Fantasy kennen, sondern das sind dann eben unterschiedliche Lederschnüre, die dann eben zu entsprechend verknotet sind, sodass da trotz all dem am Ende des Tages ein Seil wird. So, und dann haben wir last but not least noch Orge mit dem bösen Blick. So, Orge mit dem bösen Blick ist ein Schamane der Walmer. Schamane der Walmer bedeutet so viel wie A, der kann mit den Göttern reden, das ist auch seine Aufgabe, und also beziehungsweise mit Walmer, und er kann Magie wirken. Er hat zwei
Zauber, die er benutzen kann, Gedankensprache und der böse Blick. Der böse Blick verursacht tatsächlich Schaden. Also das heißt, er kann damit den Zorn Valmars herabrufen. Er ist selbst jetzt nicht unbedingt so der dollste Kämpfer und vor allen Dingen ist er ein ganz schöner Arsch. Mhm. So, das ist aber insofern auch nicht weiter tragisch, weil Schamanen sind auf der einen Seite zwar geachtet, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig geächtet. Mhm. Also vor denen haben alle gleichzeitig Respekt und Angst. Mhm. In gleichem Maße, könnte man sagen, dabei. Mhm. So, also, und der, wie ihr seht, hat die schlechteste Rüstung. Der hat nämlich nur Felle und Tierhäute. Und last but not least habt ihr noch zwei Begleiter, weil wir reden hier von einem System, was auch noch mit Henchmen arbeitet. Mhm. Oder mit Followern oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und das heißt, ihr habt hier zwei Jungjäger, die euch noch begleiten werden dann dabei. Die haben einfach noch Standardwerte, die sind auch ein bisschen jünger als ihr und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist allein aufgrund seines weit überlegenen Charisma-Wertes von 12, Davis der Rote eigentlich schlussendlich hier der Anführer in der Truppe und auch mehr oder weniger derjenige, der Anela und Federik befehligt und anführt. Jetzt die Frage, wer von euch möchte denn welchen dieser unfassbar geilen Charaktere spielen? Kann man mal mehr als einmal machen? Oder ist das so, hab ich den Spruch einmal oder kann ich den irgendwie was... Nee, du kannst die Magie eigentlich grundsätzlich so oft einsetzen, wie du möchtest. Okay. Du hast nur grundsätzlich, aber das werde ich dir nicht genau erklären, du weißt, dass du irgendwann eine Regeneration brauchst für deine Magie. Und die wird immer, die wird ausgelöst, wenn du mit etwas in Kontakt kommst, was diese Regeneration in dir auslöst. Und das ist im Falle von Orge, ist das wahlweise Wasser, Blut, wobei es nicht sein eigenes Blut ist. Ja. Sein eigenes Blut ist okay, aber fremdes Blut oder menschliche Berührung. So, der Nachteil daran ist auch, dass das genauso auch passiert, wenn du das einfach so tust. Mhm. So, das heißt, du fällst in, nennen wir das mal einfach so, eine regenerative Starre für ein paar Augenblicke. Cool. Mhm. Hey, das sorgt für sehr viel Verbitterung. Jetzt weiß ich, warum die Leute Angst vor den Schamanen haben. Ich meine, der ist ja grumpy, wenn er nicht berühren kann. Also, das kann man schon, aber dann fällt er halt in die Starre. Ja, eben. Also ich meine, es ist ja witzlos. Also ich würde gern Hanno den Flinken spielen. Okay. Ja, wenn da sonst niemand was dagegen hat, keiner reagiert. Fantastisch. Du bist Hanno der Flinke. Hey, ich bin ein Jäger. Björn ist Hanno. Das wusste ich doch schon immer. Sehr schön. Okay. Ja, Brust oder Keule? ich traue uns beides zu. Von daher... lass uns würfeln. Der Niedrigere spielt Orgel. Ein D6, ja? 4. 2. Alles klar, dann bin ich also Davis der Rote. Du bist Davis der Rote und Jan ist Orgel mit dem bösen Blick. Sehr schön. An der Stelle sollte man vielleicht ganz kurz anmerken, du bist Schamane, aber du bist Jungschamane. Also das heißt, du bist noch relativ frisch. Als Schamane, beziehungsweise du bist das schon als Kind, war klar, dass du Schamane werden wirst und sowas, als du deine Fähigkeiten entwickelt hast, als du die Magie entwickelt hast, wobei nicht jeder Schamane dieselben Zauber entwickelt. Also nicht jeder kann Gedankensprache und böser Blick, aber du kannst das. Aber als ich dann bösen Blick hatte, dachte ich mir, cool, da kann man einen Namen draus machen. Schön. Kommen wir mal zum Hintergrund, weil das ist ja der einzige und wegwarer. Habe ich mir schon gesagt. Schamane, menschenscheu und so. Ja, yeah, macht schon voll Sinn. Ich finde, Jan ist da schon direkt mit dabei, der ist voll drin im Thema. Method Roleplaying. Method Acting, genau. Also, ihr lebt gemeinschaftlich mit den anderen Valmar
Also Valmar ist gleichzeitig der Ausdruck, den ihr für euch benutzt, als Stamm, als Volk, als auch für euer Dorf und alles andere. Also das ist alles Valmar. Ihr seid auch, die, auch unser Gott. Ihr seid die Valmar, eure Göttin. Göttin. Genau. Ja. Eure Göttin ist Valmar. Mhm. Genau. Ihr lebt in einem Dorf. Das Dorf besteht in steht in einem Wald, in einem vergleichsweise dichten Wald. Das ist gleichzeitig von wegen Verstecken, Schutz und so weiter und so fort. Allerdings ist es nicht so, dass ihr da nicht rausgehen würdet oder sowas. Kommen wir aber gleich noch zu. Das Dorf an sich besteht vor allen Dingen aus Zelten. Also sprich vor allen Dingen Tierhautzelte, aber auch natürlich Holz und solche Dinge. Stein nur sehr wenig, weil Stein bei euch vergleichsweise wenig vorkommt, da wo ihr lebt. In der Mitte eures Dorfes steht eine Art, steht das Heiligtum der Valmar. Dieses Heiligtum der Valmar ist im Endeffekt sowas wie eine sehr primitive Pyramide. Würde man sagen. Mhm. Die besteht eben aus Holz, aus teilweise eben Stein und eben auch aus Erde und Dingen. Also das heißt, die ist, heute würde man sagen, ist das eine Art von, wenn das heute ein Archäologe finden würde, würde er wahrscheinlich sagen, ist eine Art von Grabhügel oder irgendwie sowas um den Dreh. Aber das Ganze halt schon so, dass es tatsächlich eine Pyramidenform hat und die hat einen zentralen Eingang. Auch, wobei allerdings nur tatsächlich drei Leute Zugang haben zu dieser Pyramide. Das ist nämlich Mutter Mendra. Mutter Mendra ist die Anführerin des Stamms. Mhm. Mutter Mendra führt den Stamm schon seitdem ihr euch erinnern könnt, was auch so viel heißt, wie sie gehört zu den Ältesten des Stammes. Also zu den wenigen älteren Leuten im Stamm. Ihr Gefährte ist Bula der Zornige. Ja. Das ist der Kriegervater, in einer gewissen Weise sozusagen dein Chef, Davis, also Jan. Ja, genau. Der ist allerdings inzwischen auch schon wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Sache mit dem Zornige, das muss mehr so eine Erinnerung an Sachen sein. Ihr habt da vielleicht auch noch ein paar Erinnerungen dran, aber an sich ist der hat sich auch nie von manchen Verletzungen, die man sich als Krieger durchaus ja zuziehen kann, auch wirklich gut erholt. Also das heißt, das eine Bein ist lahm und auf dem einen Auge ist er blind. Nichtsdestotrotz ist er immer noch hoch angesehen, einfach auch aufgrund schon seines Alters und seiner Erfahrung. Und dann haben wir da noch Volks der Unreine. Genau. Volks der Unreine ist der eigentliche Schamane des Dorfes. Und dann dadurch auch dein Ziehvater Orge. Also Volks hat dich großgezogen, nachdem klar wurde, dass du ein Schamane der Valmar bist. Und hat dich aufgenommen und dir all das gelehrt, was er eben weiß und auch dir dabei geholfen, deine Kräfte zu kontrollieren und damit umzugehen und so weiter und so fort. Genau, ansonsten hat das Dorf bis dahin könnt ihr nicht wirklich zählen. Zahlen sind so eine relative Geschichte, aber um es jetzt mal außerspielerisch zu sagen, die Gesamtgröße liegt bei etwa 200 Personen in dem Dorf. Also der Stamm hat etwa 200 Personen. Das heißt, das ist nicht ganz klein, aber wie sich das für einen Stamm gehört, wird da alles geteilt. Und das heißt, es gibt auch in dem Sinne keine richtigen Familienstrukturen, sondern alle kümmern sich irgendwie dann auch um alle Kinder und solche Dinge dann dabei. Der kulturelle und technologische Stand der Valmar befindet sich etwa auf der Übergangszeit zwischen Jäger und Sammlern und Ackerbau. Also das heißt, ihr in erster Linie lebt ihr von Jagen, Sammeln. Es gibt aber auch schon so eine Art von
Anfang von Sachen kultivieren, die sich aber mehr so darauf bezieht, zu sagen, so von wegen, ihr wisst, dass man zum Beispiel gewisse Büsche, von denen ihr eben Beeren sammelt und so weiter, dass man sich um die kümmern kann und so weiter und so fort, um zu sorgen, dass da was passiert. Mhm. Aber dass ihr wirklich schon bei Ackerbau angekommen wärt, das ist nicht der Fall. Mhm. Allerdings ist es auch so, dass glücklicherweise Mutter Valma für euch sorgt. Denn Mutter Valma spendet euch Milch. Mutter Valma spendet euch Milch und das ist, die bekommt ihr eben von Mutter Mendra aus dem Tempel. Es ist wirklich Milch, die ihr bekommt, die Mutter Valma euch spendet. Das ist für alle von euch eine Art von normalem Grundnahrungsmittel. Das stockt ihr auf durch natürlich Beeren, die ihr sammelt, solche Dinge, Früchte und auch durch Fleisch. Also Jagen ist für euch eine ganz zentrale, wichtige Tätigkeit. Wo lebt ihr? Ihr lebt in einem Tal. In einem Tal, umgeben von Bergen, zumindest sozusagen wie so ein U-förmige, U-förmig, also seitlich und hinter euch ist es ein Tal mit Bergen. Ihr habt selbst diese Berge noch nie erreicht. Die sind einige Entfernung weg, was für euch, also ihr könnt die sehen, aber ihr seid noch nie bis dahin gereist, einfach aus dem Grund heraus, dass die Welt, in der ihr lebt, wirklich gefährlich ist. Also das heißt, ihr habt nur einen relativ begrenzten Bereich, in dem ihr euch normalerweise aufhaltet und bewegt. Also das ist sozusagen das Stammesgebiet der Valma. Nach vorne, weil den Ausdruck wie Norden, Süden, Osten, Westen kennt ihr nicht, aber sozusagen, wenn wir sagen, so, das ist das U vor euch, ist noch was ganz anderes, dann wird es nämlich ein bisschen magisch, da kommen wir gleich zu, das hat was mit der Schöpfungsgeschichte zu tun, die ich euch gleich noch erzählen werde. Viel wichtiger ist noch, also faktisch alles, was hier lebt, will euch eigentlich am Ende des Tages genauso fressen, wie ihr es fressen wollt. Das bezieht sich auf Pflanzen, wie auch auf Tiere. Allerdings habt ihr, wie gesagt, schon gelernt, es gibt manche Pflanzen, mit denen ihr eben umgehen könnt und die kultiviert ihr auch, soweit das in euren Möglichkeiten ist. Es gibt auch gerade noch ein anderes Volk, was, wenn wir jetzt mal sagen, Norden ist diese magische Grenze und nach Süden, die Richtung Süden vor allen Dingen lebt, das sind die Wulfen. Wulfen sind aufrechtgehende Wolfswesen, allerdings ein gutes Stück kleiner als ihr, mehr so im Bereich von 1,20 Meter groß, aber hochaggressiv und auch auf technologisch gesehen nicht auf einem niedrigeren Stand als ihr. Was sie vor allen Dingen gefährlich macht, ist die Tatsache, dass bei ihnen Wunden einfach extrem schnell wieder heilen. Also ich könnte jetzt auch sagen, die sind so mehr oder weniger Werwölfe, weil sie eben entsprechend auch Wunden heilen können. Und zwischen euch und den Wulfen gibt es auch durchaus immer wieder Kämpfe, Auseinandersetzungen. Man kann jetzt nicht sagen Kriege, dafür sind die Bevölkerungszahlen ein bisschen klein, also das heißt, mehr als Scharmützel ist da nicht drin. Das gibt aber immer wieder, also das ist auch Teil dessen, wie euer Leben abläuft. Das ist so eine Art von Burgfrieden, den ihr da immer wieder habt. Also mal kommt die eine, mal die in die andere Richtung. Hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie halt Fleisch und so weiter und so fort verfügbar ist. Dann gibt es ab und an mal Klopperei. Dann gibt es ein paar auf die Ömme und dann pendelt sich das wieder von selbst ein. Kommen wir zur Schöpfungsgeschichte, die einen wichtigen Teil des Hintergrundes dieses Spiels darstellt. Denn es war Arg, der Schöpfergott, der die Weltpareden erschuf. Und Arg hatte zwei Kinder, die Zwillinge Kappa und Valma. Und Kappa und Valma gebaren viele Kinder. Das war die Zeit der Titanen auf eurer Welt. Und es gab zahlreiche Titanen, unter anderem Drak, Aroy, Roba und noch viele, viele andere. Das ist insofern wichtig, dass ihr wisst, was es Titanen gibt. Ihr müsst jetzt nicht jeden einzelnen auswendig lernen. Aber es gab diese Titanen, weil das wird noch Teil dieser Geschichte werden.
Und irgendwann kamen auch die glücklichsten und die besten Kinder, die Kappa und Valma zusammen hatten, nämlich die Völker der Menschen. Es gab verschiedene Völker der Menschen. Mhm. Es gab die Sith, es gab die Engi und es gab die Mekal. Mhm. Und natürlich auch die Valma. Alle lebten glücklich, alle lebten zufrieden, alle konnten von dem leben, was sie taten. Es gab keine Wulfen, es gab, die Tiere ließen sich jagen, die Pflanzen haben nicht versucht, einen zu fressen. Aha. Doch dann kam Arthas, der böse Bruder von Ark. Ark war die Titan. Ark war der Schöpfergott. Genau. Und Arthas brachte das Ende der Welt. Und Arkas brachte den Weltenbaum, Elvat, der Weltenbaum, brachte ihn dazu, die Sonne zu verlöschen. Weil die Sonne lebt am Ende des Weltenbaums. Mhm. An der Spitze des Weltenbaums. Und deswegen wurde alles dunkel. Und viele, viele, viele starben. Die Titanen fielen. Der Großteil der Völker, der Menschen starb. Und am Ende war es nur dem Einsatz der letzten Engi und Mekal zu verdanken, die es auf sich nahmen, zu Kappa zu gehen, um ihn zu bitten, das Ende aufzuhalten. Mhm. Und sie müssen es geschafft haben. Allerdings weiß da von euch keiner mehr was, weil nie kam einer von ihnen zurück. Mhm. Keiner von denen kam zurück. Aber sie müssen es geschafft haben, denn Kappa erschuf die Barriere zwischen Pareden und Vetson, dem verwüsteten Land. Das ist diese magische Barriere, von der ich gesprochen habe. Diese magische Barriere befindet sich also nicht weit von euch entfernt. Ihr könnt da auch hingehen, ihr wart da auch alle schon. Mhm. Und diese Barriere trennt wirklich euer Land von dieser anderen Welt auf der anderen Seite. Die ist nicht genau zu sehen, weil diese Barriere ist so wie so blindes Glas. Mhm. Also das heißt, ihr könnt Sachen grundlegend sehen, aber ihr könnt keine Details erkennen. Aber was ihr erkennen könnt, ist, dass auf der anderen Seite kein Leben herrscht. Mhm. Die Landschaft da scheint sich immer wieder zu verändern, als würden Hügel rollen und solche Sachen. Und manchmal, weil die Barriere erstreckt sich auch nur bis zu einer gewissen Höhe in den Himmel, mhm. Kommt von Vetson ein heißer Wind rüber, der dann so feines Puder mit sich bringt, was sich rau auf der Haut anfühlt, was einem teilweise im Atem kratzt. Und also das ist der heiße Atem von Arthas, der von Vetson rüberkommt. Allerdings hatte das Ganze natürlich auch seinen Preis. Zwar hat Kappa mit seiner Tat die Reste der Menschheit gerettet und die Reste von Pareden gerettet, aber er wurde für immer getrennt von Valma. Und natürlich geht die Legende, dass eines Tages der Zeitpunkt kommen wird, an dem Kappa den Verlust von Valma nicht mehr erträgt und die Barriere fallen lässt. Das ist das Leben, das ihr aktuell führt. Gibt es dazu noch Fragen? Gibt es die Sonne wieder? Ja, ach so, Entschuldige, das hatte ich vergessen. Ja, also die Sonne scheint wieder. Und sie scheint so, wie sie immer geschienen hat. Also wir haben Tag und Nacht? Nein, es gibt keine Nacht. Ah. Also, die Sonne scheint durchgängig am Ende des Weltenbaums. Der Weltenbaum steht in Vetson. Also das heißt, der Weltenbaum steht sozusagen auf der anderen Seite der Barriere. Mhm. Und was ihr seht, ist die Sonne am Ende und ihr seht den Baum darunter. Aber nur noch, also aufgrund des Winkels nur so viel davon. Aber ihr seht die Sonne und es ist immer hell.
Also das heißt, für euch ist Tag der, der Normalzustand. Ihr kennt keine Nacht. Mhm. Aber wir müssen schlafen. Ihr schlaft auch, ja, ja. Aber dafür geht man halt ins Zelt. Ihr habt aber auch kein Problem damit, im Hellen zu schlafen. Also das ist... Mhm. Ja, das ist jetzt ein... Wir sind hier in der Fantasy-Welt. Nee, klar. Wie legen wir Zeit fest? Zeit? Naja, man... Die Sonne steht auch immer am gleichen Ort, weil sie am Weltenbaum festgenagelt ist, sozusagen. Genau. Also es gibt keine... Nach dem Stand der Sonne zu urteilen, es ist jetzt 3 Uhr, weil es immer 3 Uhr ist, sozusagen. Also es gibt... Das Konzept von Zeit ist in der Form, wie wir das kennen, für euch nicht existent. Mhm. Weil ihr einfach auch keine Möglichkeit habt, das zu messen. Durch den Wald fließt ein kleiner Fluss. Also das heißt, es gibt Wasser und so weiter und so fort. Die ganze Landschaft an sich ist tendenziell eher vergleichsweise flach bis zu den Bergen. Da wird es dann wird's höher, bis die Berge an sich sind auch wirklich hohe Berge. Aber es gibt vergleichsweise viele Wälder und so weiter und so fort, beziehungsweise eben auch hohes Gras und so weiter und so fort. Das ist eine sehr wilde Landschaft, in der ihr euch befindet. Es gibt auch keine Jahreszeiten dann dementsprechend wahrscheinlich. Nein. Okay. Mhm. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Sit? Nein. Also in dem Sinne sind die letzten Sit sind in die Valma aufgegangen. Ja. Also so könnte man das sehen. Was es aber gibt, sind noch die Seelen der Sid. Das wisst ihr. Mhm. Allerdings seid ihr noch nicht mit einer Seele selbst in Berührung gekommen. Die Seelen der Sid sind in den Zeichen der Sid. Das sind so Lederbänder, mhm. Die Seelen der Sid enthalten. Mhm. Die du aber erst bekommst, wenn du zu einem vollen Stammesmitglied wirst. Also die Seelen der Sid reden auch mit den Valma, aber das ist halt oft sehr kryptisch und sowas dann dabei. Aber ihr habt, wer eine Seele bei sich trägt, kann auch auf das Wissen der Seele zugreifen. Also äußert sich regeltechnisch, indem ihr Würfelwürfe wiederholen könnt. Mhm. Wie ist das mit den, da es ja keinen Tag-Nacht-Zyklus, keinen Jahreszeiten-Zyklus und so weiter gibt, wie ist das mit der Fortpflanzung? Also auch gerade bei Tieren, aber eben halt dann auch bei uns. Also das findet ganz normal statt? Ja. Oder? Ja. Okay. Also du kannst dir vorstellen, wie eine Art von, es ist halt, nennen wir es jetzt hier mal ewiger Sommer. Mhm. Also auch die, die Pflanzen, die tragen halt im Endeffekt durchgängig Früchte, wenn du so willst, dann dabei. Mhm. Also das ist, wie das genau passiert ist, habt ihr euch nie Gedanken darüber gemacht, weil das für euch eine relativ normale Sache ist. Wann sind Jungtiere da und so weiter und so weiter. Also es ist ja das, als Jäger würde man auf sowas achten, so frei nach dem Motto, okay. Dauernd halt dann, ja, genau. Regelmäßigen Abstand. Ja genau, dauernd dann halt, genau. Und vermutlich eben nicht gesteuert durch die Natur, sondern. Genau, also die sind dauernd da. Ich vermute mal, dass wir dann als Stamm uns aber in irgendeiner Form aufgeteilt haben, weil es macht ja Sinn, dass immer nur ein Teil schläft und ein Teil wach ist. Ja, natürlich. Also das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendwelche Gruppen, die zu gewissen Zeiten aktiv sind. Also im Endeffekt ist es so, das ist aber auch nicht unüblich in dem Sinne von dem, wie Menschen das halt immer gemacht haben. Wenn du noch keine Zeit kennst, machst du das, was dir gerade jemand sagt oder nachdem du dich gerade fühlst. Wenn du müde bist, gehst du schlafen. Wenn du Hunger hast, isst du was. Wenn du Durst hast, trinkst du was und so weiter und so fort. Kommt denn die Milch, die Mutter Mendra bringt, zu einem gewissen Zeitpunkt? Oder ist das auch? Nee, also auch da gibt es keinen, also ja, sie bringt sie dann, wenn es an der Zeit ist. Okay. Also. Haben wir irgendeine Ahnung, woher sie die Milch bekommt? Also aus der Tierhaltung gibt es ja noch. Von Valma. Also, also tatsächlich ist das, was ihr bekommt, ist nicht anders als das, was ihr als Muttermilch oder was entsprechendes dann dabei kennt. Okay. Haben wir eine Sprache?
Oh ja, ihr redet miteinander. Ja, wir können also, okay, das hier ist noch nicht Land Ock. Ja, so als wir noch nicht. Aber ihr könnt euch schon unterhalten an der Stelle. Können wir uns mit Wulfen unterhalten? Haben die eine Sprache? Keine, die ihr sprechen könntet. Mhm. Aber sie scheinen sich auch in irgendeiner Form... Offensichtlicherweise sind sie intelligent. Sie benutzen auch Waffen. Mhm. Also nicht unähnlich euch. Mhm. Aber es hat bisher noch da... Es hat mit Wulfen bisher in dem Sinne noch keine Kommunikation stattgefunden. Mhm. Was haben wir für Tiere hier? Ist es sowas vergleichbar mit irgendwie Rehen? Also was es gibt, was vergleichsweise verbreitet ist, sind Hirsche. Mhm. Die sind auch eure Hauptbeute, allerdings die kleinen. Mhm. Also kleine Hirsche. Mhm. Also es gibt den Hirsche, unterteilen sich in die Großhirsche und haufenweise kleinere Hirsche. Die Großhirsche haben eher so eine Größe von dann Schulterblattgröße vielleicht so 2 Meter. Mhm. Also die sind wirklich groß. Und die sind auch insofern sehr gefährlich, weil die Geweihe von denen, die Spitzen von denen, sondern Gift ab. Mhm. Und die haben auch, also die versuchen auch durchaus euch damit auch zu erstechen. Also die Großhirsche. Die auch dann immer versuchen, ihre Herden zu verteidigen. Die sind halt wirklich, die sind wirklich gefährlich. Mhm. Gift ist sowieso etwas, was relativ verbreitet ist. Also das Hanno arbeitet auch durchaus gerne mit Hirschgift. Also Hirschgift ist bei euch auch etwas, was ihr durchaus auch benutzt als, als Instrument, als Waffe. Also sprich, gerade Pfeile eben in Hirschgift tunken und damit schießen. Das hat nicht unbedingt immer so die Wirkung, die man sich wünscht und vorstellt. Aber es kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Da müssen wir halt würfeln, ne? Das kennt ihr ja. Aber wir haben Gift. Gift ist auch etwas, mit dem ihr relativ häufig in Berührung kommt. Ihr kennt auch Mittel, mit denen ihr wiederum Gifte versuchen könnt zu heilen und aufzuhalten. Also auch das gibt es. Da werden wir dann jetzt auch noch gleich noch kommen. Also gerade Orge kennt sich mit diesen Dingen aus. Hanno kennt sich mit Giften aus. Orge kennt sich eher mit Gegengiften aus. Mhm. Die sind ein gutes Team. Die ganze Geschichte, also unsere Weltengeschichte und so weiter und vermutlich auch irgendwelche einzelnen Erzählungen oder sowas, wird alles mündlich übertragen. Das heißt, wir haben keine Schrift oder irgendwas in der Form. Ja, aber es gibt die SIP-Zeichen. Ja, aber das sind... Es gibt die Zeichen. Das sind die, wie gesagt, das sind diese Lederbänder. Mhm. Aber die sind in dem Sinne Manifestationen der Seelen der Sith. Mhm. Also das ist das, wie ihr, was sie für euch sind. Okay. Ja. Fühlt ihr euch bereit? Ja, klar. Okay. No time like now. Okay. Wer jetzt das Gefühl hat, er hat den 100%igen Durchblick, den beneide ich nicht. Der hat sich einiges mit dazugeraten. Aber das ist nicht tragisch, so soll das ja auch sein. Genau das habe ich versucht zu vermeiden, sondern wirklich nur dieses, was haben wir in Infos. Genau, das sind die Infos, die ihr habt. Ah, gibt es Vögel? Vögel? Fliegt irgendwas? Es gibt auch fliegende Tiere, ja. Es gibt auch fliegende Tiere. Du hast gesagt, es gibt irgendwie alles versucht, uns irgendwie zu töten, außer den Hirschen und den Wulfen noch irgendwelche Raubtiere? Ja, doch, es gibt auch eine ganze Menge Raubtiere aus der Umgebung, wobei die sich im Großen und Ganzen auch eher von euch und eurem Wald fernhalten. Also das ist ein Grund, das ist auch mit ein Hauptgrund dafür, warum ihr eben sozusagen auch nicht aus diesen Bereichen rausgeht. Also dass viel von dem, was ihr eben so wisst darüber, sind Geschichten und Legenden. Mhm. Also das heißt, so ganz klassisch wisst ihr, damals, vor unendlich langer Zeit, alles ist immer vor unendlich langer Zeit, weil ihr habt keine Vorstellung, es war einmal, hat Name eines ehemaligen Stammesmitglied, als er da weit Richtung Berge ging, das folgende Wesen getroffen und ist nur knapp überlebt, der Rest seines Jagdtrupps wurde dabei umgebracht. Mhm. Also von daher, es gibt jede Menge Legenden. Ich werde jetzt nicht alle von den Legenden durchsprechen, aber ich werde auf die ansprechen, wenn wir vielleicht mal angenommen, das sollte im Laufe dieser Kampagne noch passieren, würde ich dann natürlich im Einzelfall drauf eingehen. Alles klar. Aber das sind halt alles so eine Mischung aus Legenden und Gruselgeschichten, aber für euch natürlich alles
grundsätzlich natürlich nichts, was ihr anzweifeln würdet. Dann davon. Klar. Eure Situation ist, ihr seid jetzt tatsächlich gerade an der Grenze dazu vollwertige Stammesmitglieder zu werden. Vollwertige Stammesmitglieder gibt es nicht wirklich viele. Also das heißt, ihr seid jetzt so im Alter von irgendwo zwischen 18 und 20, würde man bei uns sagen. Mhm. Damit gehört ihr schon jetzt dann zu den ganz Alten hier. Mhm. Weil im Grunde genommen gibt es eigentlich hier, gibt es im Stamm wenige Menschen, die älter sind als vielleicht Mitte 30. Mhm. Also wir sind halt, wie gesagt, eher so noch auf Steinzeit-Ebene, was Dinge angeht. Das ist auch das, was gerade euren Schamanen so besonders macht, weil der, naja, wie soll man es sagen, der hat weiße Haare. Mhm. Sehr weird. Das ist voll seltsam. Das ist voll seltsam, ja. Absolut. Und alle anderen haben das, wie gesagt, in der Form einfach schlichtweg nicht. Mhm. Ihr seid jetzt, ihr gehört jetzt demnächst mit zu den Alten. Mutter Mindra und Bula haben auch noch keine weißen Haare. Nein. Okay. Ja. Mutter Mindra und Bula haben keine weißen Haare, also vielleicht das ein oder andere graue, aber keiner sieht so aus wie du, Jan. Gut. Und ihr sollt jetzt, und das ist das, womit was jetzt ansteht, und da seid ihr auch schon extrem aufgeregt, ihr sollt jetzt aufgenommen werden in den inneren Kreis der Valmar. Mhm. Das heißt, ihr werdet jetzt wirklich zu den Erwachsenen. Und das sind, wie gesagt, nicht viele. Mhm. Ja? Nur eine Konzeptfrage. Wir haben ja keine Vorstellung von Zeit. Also wir haben jetzt, wir haben morgen, wir haben gestern. Mhm. Morgen gibt es nicht, gestern gibt es auch nicht, genau. Weil es gibt keinen Tag, der ist interessant. Sein. Vorher und nachher. Ja, also vorher und nachher, genau. So, es gibt vorher, nachher und jetzt. So, woran machen wir fest, dass wir jetzt sozusagen das richtige Alter haben, in Anführungszeichen, weil Alter ist ja auch kein Konzept, das wir haben, dass wir jetzt Stammesmitglieder werden? Ihr macht da gar nichts fest. Das machen natürlich die Ältesten. Mhm. Die machen das fest auf Basis von, dass ihr bereit seid. Okay. Okay. Genau, also euer Initiationsritual steht an. Ja. Und das bedeutet, dass ihr, aber weil ihr nur drei seid, was natürlich zu wenig ist, wie mir das Spiel sagt, habt ihr noch zwei Gefährten mit dabei, nämlich zwei Jungkrieger. Und ihr sollt einen erwachsenen Hirsch zur Strecke bringen. Mhm. Einen von den giftigen, nehme ich an. Genau. Ja, ja, natürlich. Also das heißt, normalerweise war bisher eure Aufgabe, wahlweise den abzulenken, damit irgendwie andere welche von den kleinen Hirschen jagen konnten oder andersrum, während der Große abgelenkt wird, welche von den kleinen zu jagen. Aber ihr wart noch nie dabei, als ein Großhirsch wirklich zu stellen. Mhm. Was eine auch herausfordernde Sache ist, sagen wir es mal ganz einfach so. Das heißt, es findet jetzt zur Feier des Ganzen, findet ein Fest statt. Also, ja, also das heißt, ihr werdet jetzt von den Valmar gefeiert, weil das, was jetzt passiert, ist etwas ganz Wichtiges. Das ist was ganz Großes. Weil ohne, dass es immer wieder Leute wie euch gibt, die es bis zu dieser Stelle schaffen, also es gab andere, die waren mal so groß wie ihr, die sind dann umgekommen, irgendwas mit denen passiert und so weiter und so fort. Also, aber ihr habt es durchgehalten, ihr seid groß geworden, ihr seid stark geworden und ihr seid jetzt auch die Zukunft der Valmar. Wir haben das aber schon erlebt im Laufe unseres Seins, ja, ja, dass andere vor uns das auch schon, ja, ja, natürlich, geschafft haben. Ja, ja, absolut. Also das ist völlig ganz normal, aber es schaffen halt dann nicht viele. Also oben raus wird, das ist eine Pyramide, das wird immer weniger, Die Frage, die ich mir stelle, ich meine, ich habe ja auch eine Ausbildung als Jäger, sozusagen, ja. Irgendjemand wird mir das ja beigebracht haben. Mhm.
Habe ich in irgendeiner Form Techniken, Tipps, Tricks, was das Jagen von diesen großen Tieren angeht, mitgekriegt? Also auch sowas wie Fallenstellen oder was auch immer. Also da habe ich schon ein bisschen Anleitung auch. Fallenstellen in einem gewissen Rahmen, wobei Fallenstellen jetzt nichts ist, was für euch wirklich Sinn macht, weil das, wie gesagt, die meisten Sachen sind einfach wirklich sehr aggressiv. Also du kannst in dem Sinne kaum Fallen stellen und dann erwarten, dass dann das, was immer da ist, sich nicht wehrt. Also das heißt, es endet immer in irgendeiner Weise damit, dass du es töten musst oder es dich tötet an der Stelle. Aber ich meinte jetzt auch nicht gefangen nehmen, sondern mehr sowas wie eine Grube graben und Spikes reinsetzen. Eine Grube graben und Spikes reinsetzen, ja, wobei das natürlich einfach trotzdem eine recht anspruchsvolle Aufgabe für euch ist, weil ihr auch keine Grabinstrumente habt oder irgendwie sowas. Das heißt, das sind alles Dinge, die macht ihr ja, auch mit. Ja, 2 Meter Schulterhöhe, das muss schon eine ganz schön tiefe Grube sein. Also. Ja, allerdings. Ja. Vor allem ein Hirsch kann auch ziemlich hoch springen noch dazu. Also du jagst auch diese Hirsche nicht mit so einer Falle. Das kannst du, kannst du machen mit die kleinen Hirsche und so weiter. Also die haben teilweise eine Schulterhöhe von nicht höher als 50 Zentimeter. Und sind die immer im Rudel unterwegs? Mhm. Also das ein großer Hirsch, irgendwie so ein Rudel kleinen dabei. Mhm. Genau, das ist so der Klassiker. Teilweise treffen die dann auch aufeinander, dann prügeln die sich und meistens fällt dann irgendwann einer von den beiden tot um, weil der andere ihn mit seinem Gift getötet hat. Die sind also nicht immun gegen ihr eigenes Gift? Nein. Mhm. Das sind sie nicht. Ja, also, es wird gefeiert. Ihr seid jetzt kurz davor, erwachsen zu werden. Mhm. Das heißt, es gibt gutes Essen, es gibt frische Milch und es gibt Früchte und es gibt auch Fleisch. Was auch gemacht wird, ist, es gibt gebratenes Fleisch. Mhm. Dafür benutzt ihr Feuersteine. Feuersteine sind Steine, also die kennt ihr als solches, davon besitzt ihr welche, die sind noch aus der Zeit der Titanen, die werden auf den Boden gestellt, mhm, und wenn die Sonne eine Weile lang drauf scheint, fangen die an und es kommen Flammen raus. Also das heißt, die fangen dann einfach an, Feuer zu fangen. Und wenn ihr dann Holz drauf macht, könnt ihr entsprechend Feuer machen damit und brennen. Und wenn das Feuer runtergebrannt ist, werden die Steine rausgeholt, werden wieder sauber gemacht, werden ins Dunkle gebracht, also irgendwo in Schatten gelegt, und werden dann irgendwann wieder rausgeholt, um das zu machen. Also das heißt, der Stamm hat ein paar dieser Feuersteine. Das ist die Art und Weise, wie ihr Feuer macht. Mhm. Und es gibt gebratenes Essen. Das ist halt immer auch durchaus was Besonderes, mhm, weil das ist natürlich auch immer, also diese Feuersteine werden nicht dauernd einfach so benutzt und so weiter, sind heilige Gegenstände. Und Mutter Mendra und Bula halten Ansprachen zu euren Ehren und ihr seht auch wirklich Tränen in den Augen von Mutter Mendra. Denn es ist absolut normal, dass nicht alle von so einem Initiationsritus wiederkommen. Mhm. Und der Einzige, der die ganze Sache eigentlich völlig unemotional mit Abstand betrachten kann, ist Volks, dem sich aber auch niemand so richtig nähert, weil der Name der Unreine hat am Ende auch vor allen Dingen was damit zu tun, dass er einen wirklich unangenehmen Geruch mit sich herumträgt. Mhm. Weil er auch seit, er hat durch den Grund mit Sicherheit allen schon mal erklärt, das ist eine Auflage, die Mutter Walmer gegeben hat, er darf sich nicht waschen. Und an dieses Gebot, an dieses Tabu hält er sich halt, seitdem er zum Schamanen geworden ist. Mhm. Er erweitert das auch aus auf seine Kleidung. Mhm. Sehr gut. Ja, das macht Orge zum Glück nicht. Hoffe ich. Das ist aber unhöflich. Ja, also es werden Reden gehalten. Das ist, und dann passiert etwas, damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr bekommt Geschenke. Hm. So.
weil also Geschenke sind normalerweise etwas, was es danach gibt, nach der Initiation. Aber ihr bekommt jetzt Geschenke und Bula erklärt dann auch, warum. Denn unser Stamm wird immer kleiner. Und das ist etwas, das habt ihr auch mitbekommen. Also ihr wart mal mehr. Also wie gesagt, genauen Zahlen, das ist ein bisschen schwierig festzumachen, aber ihr wart mal mehr. Wir werden immer weniger. Und wir wollen euch die Hilfe geben, die ihr braucht, um den Segen von Valmar zu empfangen. Deswegen, Hanno, nimm dieses Hirschgift. Also das heißt, du kriegst so eine, das ist so eine Art von kleine Flasche, also so eine Lederflasche mit einer verkorkte, die du benutzen kannst, um deine Pfeilspitzen reinzutunken. Das kannst du 10-mal machen. Also das heißt, das sind 10 Dosen Gift. Und wenn einer von euch dem Gift des Hirsches erlegen sollte, hier Orge, nimm diese Paste aus der Milch der Valmar. Ich nehme das sehr vorsichtig, um sie nicht zu berühren dabei. Mhm. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Das ist einfach ein Gegengift im Prinzip. Genau, das ist im Endeffekt, was du da hast, sind jetzt 5 Portionen Gegengift. Wenn wir die gleich zusammenmischen, haben wir eine neutrale Gesichtscreme. Das hast du aber schön ausgedrückt. Großartig. Lass uns das Erfinder der Kosmetikbranche. Lass uns ein Pharmaunternehmen gründen. Davis. Entschuldigung. Nimm diese Früchte vom Baum des Lebens. Das sind, es gibt Früchte, von denen ihr wisst, wenn ihr die esst, merkt ihr, also fangen eure Wunden an, sich zu schließen. Und auch, wenn ihr euch halt matt fühlt, hilft das und solche Sachen dann dabei. Also das heißt, die haben regenerierende Kräfte. Du hast 3 Beeren, die sind etwa so groß wie eine Erdbeere. Ja, wie die genau funktionieren, erkläre ich jetzt natürlich nicht, so wie bei allen anderen Sachen auch, weil das wäre ein bisschen langweilig. Aber erlaubt Valmar denn die Hilfe? Fragst du dich das oder fragst du ihn das? Ich frage ihn das. Er schaut sich so zu den anderen beiden Ältesten um. Und Volks erhebt sich langsam und alles wird so ein bisschen ruhiger. Und er kommt nach vorne mit diesem schlürfenden Schritt, den er immer hat, wo er immer so die Füße so ein bisschen über den Boden zieht. Er ist ja auch wirklich schon ein bisschen, also er ist ja auch seltsam, ne? Also allein diese weißen Haare und diese lange Bart. Junge Hanno, glaubst du denn nicht, dass alles, was hier passiert, mir von Mutter Valmar so geweissagt wurde? Doch. Wieso also stellst du diese unsinnige Frage? Ich hatte so eine große Hoffnung in dich gesetzt. Ich weiß nicht. Und er geht wieder zurück und setzt sich und alle gucken so ein bisschen so in deine Richtung. Ich werde sehr klein. Und es dauert so einen Moment, bis Bula dann wieder anfängt so. Ja, und Davis, du als Leiter dieses Jagdtrupps. Ich gebe dir noch einen anderen Beutel. Der ist ein bisschen größer und mit so einem, so zum Zuschnüren. Verwahre diesen Feuerstein gut. Das ist wirklich eine hohe Ehre. Also, weil das ist, davon habt ihr nur so viele. Und das ist ein heiliges Objekt. Den darf aber grundsätzlich jeder benutzen. Also das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie
Nee, nee, das ist nicht. Das, also, das ist, darf jeder benutzen. Okay, ja. Dann, dann gibt es noch, wie gesagt, nochmal Essen und dem Ganzen drum und dran. Mhm. Und dann merkt ihr auch, wie von euch erwartet wird, dass ihr auf die Jagd geht. Mhm. Mhm. Ich warte, bis der Rote das Signal gibt. Ja, ich... ich gucke ihn die ganze Zeit erwartungsvoll an. Werde irgendwann, wenn ich der Meinung bin, dass ich jetzt genug gegessen habe... genau. Dann... Hanno, finde uns einen würdigen Hirsch, den wir jagen können. Zur Ehre von Balmer. Okay. Und ich bewege mich im Gegensatz zu dem, wie ich spreche, relativ flink in Richtung Wald. ja, dann mache ich ein kurzes Geste zum Rest des Trupps und folge ihm. Ich halte immer ein bisschen Abstand zu den anderen, damit nicht einer aus Versehen auf mich drauftritt, umfällt oder mich berührt. Ja, verstehe ich. Ja, also die, die anderen beiden Jungkrieger bleiben in deiner Nähe. Das heißt, die sind, also heute würde man sagen, die sind in der Pubertät schon, aber einfach auch nicht viel weiter als das. Deswegen Jungkrieger, die sind noch nicht erwachsen. Wissen wir von Orge und seinen... von Valmar aufgelegten... ja. Das wissen wir. Also, dass wir ihn nicht berühren. Ja, ja, ja. Fass mich nicht an! Genau, ist bekannt. Dann tue ich das auch nicht. Umarmungen sind ja grundsätzlich nicht anfassen. Ist ja ohne Hände. Es geht um Berührung. Es geht um Berührung, genau. Nicht er hat aber anfassen gesagt. Also von nicht Händeschütteln. Ich gesagt, berühre mich nicht. Nicht Händeschütteln. Ich gesagt. Problematisch wird es beim Auftragen von Gegengift. Mache ich mit dem Pinsel. Genau, er pinselt uns. Schmier dir das mal ins Gesicht. Gut, ich gehe ja davon aus, dass unmittelbar um das Dorf herum jetzt nicht unbedingt gleich wild zu finden sein wird. Das heißt, ich bewege mich mal so in eine Ecke, von der ich weiß, dass theoretisch irgendwelche Hirschpopulationen unterwegs sind. Tatsächlich. Vermutlich in den die Hirsche sind nicht direkt im Wald, also dafür ist der Großhirsch ist tatsächlich einfach faktisch auch zu groß, also gerade mit Unterholz und allem, sondern draußen, es gibt eine ziemlich große Ebene mit auch vergleichsweise hohem Gras. Also ihr könnt euch das eher wie eine Savanne vorstellen. Allerdings wisst ihr da auch gerade in der näheren Umgebung von euch, wo ihr wohin gehen könnt, wo nicht. Es gibt da auch Ecken, wo eben auch Pflanzen wachsen, mit denen ihr nicht in Berührung kommen wollt, wahlweise, weil sie giftig sind oder weil sie extrem scharf sind, teilweise, weil sie auch versuchen, euch zu fressen. Und das heißt, ihr habt halt auch gewisse Gebiete, wo ihr wisst, dass ihr eben auch gut jagen könnt. Und das ist aber glücklicherweise auch das, wo die Hirsche sich meistens aufhalten, weil weder die wollen vergiftet werden, noch von dem Gras zerschnitten werden, noch wollen die gefressen werden von den Pflanzen. Also insofern passt das ganz gut. Ist die Ebene in Richtung der Wulfen oder in eine andere Richtung? Die ist in Richtung der Wulfen und das stellt halt zum Teil auch das Problem dar, was ihr mit den Wulfen habt, weil eure Jagdgebiete sich überschneiden. Toll, ich sehe schon uns mit Wulfen um einen Hirschen prügeln. Wahrscheinlich die Wulfen auch Hirsche jagen, ne? Ach, und vermutlich auch gerade einen Initiationsritus haben oder so. Ja, aber es kann nicht an der Mondstellung liegen. Nein, das kann es wohl nicht. Das kann es wohl nicht. Das weißt du nicht. Vielleicht sehen die einen Mond und wir nur die Sonne. Du kennst dich ja wirklich gut damit aus, was das angeht. Also das heißt, du schaust über die Ebene für Orge und Davis. Also du warst durchaus auch bei Jagden dabei, aber deine Position ist es halt normalerweise dann immer die... Also, nicht das Jagen an sich, sondern ablenken. Du bist dafür da, um wahlweise das Ganze zu schützen, damit eben zum Beispiel keine Wulfen kommen oder irgendwelche anderen Viecher, weil egal was man jagt, es gibt immer jemanden, der es auch gerne haben möchte. Und Orge war wahrscheinlich überhaupt sehr selten schon raus aus dem Wald, weil warum? Ja, das ist einfach schlichtweg auch gar nicht deine Aufgabe eigentlich, das zu tun. Nein. Aber, ja. Initiationsritus ist Initiationsritus. Da hilft nichts. Genau. Ja,
Also ich führe euch dann sicher aus dem Wald raus in die Ebene. Mhm. Genau. Kommt auf diese Ebene und die Ebene, wie gesagt, das ist vergleichsweise flach. Es gibt aber auch immer mal wieder also so leicht sanft rollende Hügel. Die Landschaft ist aber trotzdem jetzt nicht irgendwie nur wie also flaches Gras oder sowas, sondern du hast unterschiedliche Sorten von Farben auch in dem Gras drin, also auch unterschiedliche Pflanzen und auch immer wieder Wälder. Also ich sage jetzt mal einfach Westen und Osten, damit wir eine Richtung haben, wenn wir sagen Norden ist die Barriere. Westen und Osten werden die Wälder tendenziell dichter und tiefer und größer, wobei ihr die in den meisten Fällen meidet, außer es gibt halt irgendwie einen Grund dann dafür. Richtung Süden, also Richtung des Wulfengebietes, sieht es eigentlich vergleichsweise ähnlich aus zu eurem. Mhm. Und auf der Ebene, dadurch, dass ihr auch diese hohen Gräser habt und so weiter, ist es gar nicht so leicht, wirklich was zu entdecken und zu sehen. Das ist halt das, was ihr dann auch einen Jäger habt, weil der eben auch die feinen Veränderungen im Gras sehen kann, interpretieren kann, weil auch das Gras ist mehr oder weniger immer in Bewegung. Mhm. Also über die Barriere kommt also immer ein Wind eigentlich. Es kommt immer so ein leicht warmer Wind, der kommt mal mehr, mal weniger. Und teilweise, wie gesagt, auch teilweise so ganz sturmartig, wenn dann eben dieses raue Zeug eben dann rüber geweht wird. Aber es ist immer so ein warmer Wind, der eben von Norden kommt eigentlich am Ende des Tages. Mhm. Ja, und du schaust über die Ebene und darfst mal den ersten Wurf des Tages machen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Den versorge ich jetzt auch gleich. Da wäre ich da sehr stolz auf dich. Mach doch mal einen Wurf auf deine Intelligenz. Auch das noch. Mhm. Das heißt, ich muss drunter würfeln. Genau, 1W20 gleich oder drunter wäre gut. Ich habe deutlich drüber gewürfelt, ich habe eine 18 gewürfelt. Nice, okay. Du schaust dich um, du siehst jede Menge Bewegung im Gras, kannst aber jetzt nirgendwo schon direkt sagen, so von wegen, ja, hier, da sind, du siehst eine Hirschgruppe irgendwo. Mhm. Aber du kennst dich natürlich trotzdem gut genug aus, das heißt, du weißt, wo sind die Jagdgründe, also wo genau würdest du hingehen, um euch dann auf die Lauer zu legen. Mhm. Das heißt, du kennst natürlich die Vorgehensweise, wie ihr normalerweise jagt, dafür seid ihr normalerweise aber auch mehr Leute, aber das ist auch deswegen natürlich notwendig, weil ihr ja verschiedene Teams bilden müsst, um eben verschiedene Aufgaben zu erfüllen. In diesem Fall braucht ihr nur ein Team, weil ihr habt nur eine Aufgabe, ihr wollt diesen Hirsch stellen. Ihr wollt diesen großen Hirsch stellen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich erzähle den anderen beiden auch, sind, ich zeige so auf die Bewegung im Gras, keine Hirsche. Mhm. Aber ich zeige so auf irgendwie eine kleine Waldgruppe, die ein bisschen weiter weg ist und sage so, da hinten könnten wir eventuell Glück haben. Können wir auf Bäume klettern? Ja, klar. Vielleicht. Also außer es sind Bäume, die dich fressen wollen. Ja, klar, aber vielleicht. Also in eurem Wald ist das glücklicherweise nicht der Fall, was aber auch daran liegt, dass ihr durchaus darauf achtet, dass die da nicht existieren. Also beziehungsweise. Oh, guck mal, das ist so ein kleiner Fressbaum. Genau, der wird dann gezupft und dann. Alles klar. Unkraut jeden ist wichtig. Gut, nur wenn wir auf einen Wald zugehen, macht es halt Sinn, eventuell mal irgendwie auf den Baum zu klettern oder so weiter. Oben kann man eventuell bessere Bewegungen im Gras sehen. Mhm. Aber das genau. Weiß der Jäger also bestimmt. Ich versuche einen Weg auch durch das höhere Gras oder sowas zu wählen, wo ich den Eindruck habe, dass wir uns relativ sicher bewegen können. Das heißt eben, wenn ich irgendwie merke, okay, das ist so ein bestimmtes Rascheln, was ich vielleicht schon kenne, was irgendwie von irgendwas Schnellem Bösen kommt oder sowas, dann würde ich den da eher einen größeren Bogen drum machen und so weiter und versuche so eine kleine Anhöhe zu finden, von der man auch ein bisschen besser sehen kann und dann eben nochmal so einen guten Umblick zu machen, um zu gucken. Genau, also das ist, du hast ja auch keine 20 gewürfelt, also du führst jetzt niemanden hier irgendwie ins Messergras, aber du führst deinen Jagdtrupp
in den weiter in die Ebene rein, tiefer nach Süden. Du weißt, es gibt dort einen zentralen, eine kleine Erhebung, einen kleinen Hügel, von dem aus man einen guten Blick hat. Vor allen Dingen auch einen guten Blick eben auf den Fluss. Also es gibt einen Fluss, der, von, der aus dem Gebiet der Wulfen kommt, der aus den Bergen kommt, der da an diesem Hügel, in der Nähe dieses, dieser, dieses Hügels vorbeifließt, auch durch den Wald durch, das ist für euch auch sehr wichtig, zu einem kleinen See, der auch so nah an euch dran ist, dass ihr da auch durchaus hingehen könnt, wo ihr auch fischt. Allerdings muss man vorsichtig sein, dass die Fische einen nicht fressen. Also, Dankeschön. Sehr gut. Also ich hätte auch einem von euch einen Fischer bauen können, ja, aber der hätte also, jetzt hier nicht reingepasst. Nichts mit Nacktbaden im Mondschein. Am Mondschein geht haben schon, wir eh nicht. Machst also halt von nicht daher. Oft. Wir haben ja auch keinen Mondschein, also von daher. Genau, Mondschein ist halt aus, ja. Nacktbaden im Sonnenschein kannst du machen. Ja. Gut, also ihr seid... Da sieht man ja was. Ihr seid auf diesem, ihr seid auf diesem Hügel. Und du kennst das schon, die Haupttugend eines guten Jägers ist? Ruhig sein? Geduld. Ach so, ja. Ja. Und ruhig sein gehört mit dazu. Das heißt, du kannst alle deine Leute anweisen, dass sie eben schauen. Und das fällt gerade euren Jungkriegern durchaus schwer. Weil für die ist das gerade hier total aufregend. Also die das ist für die eine besondere Ehre, mitkommen zu dürfen. Mhm. Aber gleichzeitig haben die natürlich auch brutal Angst. Mhm. Also die sind eigentlich... Und was macht man, wenn man brutal Angst hat? Man wird laut. Schnattern. Schnattern könnte man nennen. Die unterhalten sich die ganze Zeit und so weiter und so fort. Ich würde es als meine Aufgabe sehen, sie gegebenenfalls mit strengen Blicken darauf hinzuweisen, dass sie gerade unsere Mission gefährden. Okay, die sind dann auch erstmal einen Moment lang still. Du merkst aber, dass die Unruhe dann schon nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder einsetzt. Aber du darfst mal einen Wurf machen auf dein Charisma, ob du es schaffst, dass dein Respekt, den die vor dir haben, ausreicht. Ha, oh aber mein sowas Gott. Ja. Also, ich habe eine 2 gewürfelt bei einem 12er Charisma. Oh, also, die sind wirklich ruhig. Die nehmen genau die Position ein, die du von ihnen haben möchtest. Und also das heißt, ihr haltet allesamt Ausschau. Was möchte Orge machen? Ich bete zu Weimar, dass wir bald einen Hirsch sehen, damit ich endlich hier wieder raus kann. Ja, okay, gut. Fair. Was du ab und an hast, das kennst du aber schon, ist, weil du, also wenn du dich nicht drauf konzentrierst, kann es sein, dass... dass du auch so manchmal Fetzen von Dingen auffängst, von Gedanken und Sachen und solche Sachen. Das sind zum einen, sind das teilweise die Gedanken von Menschen, um die herum du bist. Du kannst nicht wirklich Gedanken lesen, aber du kannst mit ihnen darüber halt sprechen. Aber das ist für dich ein bisschen wie, als würden die zu laut denken. Ohne, also wenn Menschen miteinander reden und du kannst ihnen dabei zuhören, so nach dem Motto. Also wenn die sehr intensive Gedanken haben dann gerade. Oder zum Teil auch ganz fremde und andere Sachen, von denen du weißt, dass es die Seelen sind, der Sid oder der Engi oder der Mikala, Mikal, die einfach ja noch da sind. Also eure Welt ist auch hoch animistisch. Wenn das so ist tatsächlich, dann würde ich in der Tat erst natürlich zu Valva beten, dass sie die Jagd segne und uns bald einen Hirschen bringt. Und dann würde ich, weil wenn ich die Seelen von denen merken würde, würde ich natürlich einfach auch nach den Seelen der Hirschen Ausschau halten und versuchen zu gucken, ob mir entweder ein Jäger aus früher vielleicht einen Hinweis geben kann oder ob ich sogar irgendwie die Anwesenheit von den Hirschen in irgendeiner Form mitkriege, weil wenn das Animisten, dann sind ja erstmal vor der Seele sind alle gleich, insofern werden die Hirsche ja auch irgendeine Seele haben. Ja, du darfst gerne auch mal einen Wurf auf deine Intelligenz machen. 4 von 14. Oh, 4 von 14. Okay, das ist auch dann auf jeden Fall gut genug. Und du merkst, beziehungsweise du spürst dann irgendwie dieses Gefühl, so ein tiefes Gefühl dann von Unruhe
Also von aber so einer positiven Unruhe. Also die so also du hast das Gefühl von Durst auf einmal. Das kennst du sehr gut, weil für dich ist Trinken halt immer so ein Ding, das musst du dir genau überlegen. Ja. Und du spürst das richtig gehen, dass da was kommt. Also so diese Aufregung, die Wallung. Und das ist auch der Moment, als dann Hanno sieht, dass an dem Rand des Messergrases, was in der Entfernung existiert, was auch anfängt, sich in dem Moment, als diese Hirschherde da entlangrennt, so versucht so mehr oder weniger in die Richtung so zu schlagen. So sieht das aus, als würde der Wind, sieht so aus, als würde der Wind das Gras plötzlich sehr weit in diese Richtung drängen. Aber in Wahrheit ist das nur das Gras, was sich bewegt, also aktiv bewegt. Und ihr seht einen, oder beziehungsweise Hanno sieht es zuerst, einen kapitalen Hirschen, gefolgt von einer ganzen Herde von kleinen Hirschen, der zu dieser Tränke, die dieser Fluss natürlich auch darstellt, auf den zugaloppiert. Also jetzt nicht voller Galopp, aber halt schon in aktiver Bewegung. Es sind ja trotz allem am Ende des Tages so sehr Fluchttiere, wie das in dieser Welt möglich ist. Ja, und die halten eben auf das Wasser zu. Mhm. Ich stehe auf, bevor Hanno was sagt, stehe ich auf, greif den Speer und lauf schon in die Richtung los. Also, das geht dann wirklich Sekundenbruchteile vorher. Mir ist nur der Effekt wichtig, ja, dass es unheimlich wirkt. Also, bevor du sie siehst, also wirklich so ein paar Herzschläge, ja, bevor du sie siehst. Ja, ich merke, dass irgendwo ist, es gibt irgendwas, ich stehe auf und ziehe den Speer. Stell mich schon so auf. Und bis dahin hat er ihn wahrscheinlich gesehen, aber ja. Es geht los. Ich gucke. Ja. Okay, ganz kurz nochmal Orge an mit so einem Blick und dann sage ich zu Davis, es geht los. Was tun wir jetzt? Weil bisher habe ich entweder den Hirsch abgelenkt oder dafür gesorgt, dass keine Wulfen oder irgendwer kommt. Was machen wir, um einen Großhirsch zu töten? Angreifen. Und los. Genau. Was ich mache noch, bevor ich loslaufe, ist im Prinzip kurz die Giftflasche auf. Mhm. Und zumindest schon mal 3 oder 4 der Pfeile. Ja. Schon mal eintunken, dass die schon feucht sind und habe die ansonsten griffbereitet, dass ich im Zweifelsfall im Kampf auch nochmal nachtunken kann. Mhm. Also weißt auch, dass das Gift nicht lange hält auf den Pfeil. Damit die eben Wirkung deswegen nur 3 oder 4, einfach, dass ich schon mal bereit habe. Also und den einen packe ich auch gleich in den Bogen und bewege mich flink in Richtung des Hirsches und sobald ich in einer schussfähigen Entfernung bin, mache ich mich bereit und ich gebe Davis, also haben wir so eine Art von irgendwie Zeichensprache? Auf jeden Fall. Okay. Gebe ich Davis das Signal, dass er im Prinzip von einer anderen Richtung kommen soll. Mhm. Das kennst du auch schon vermutlich von den Ablenkungsmanövern und so weiter, dass er im Prinzip auf dich geht, um sich vor die kleine Herde zu stellen und dass ich dann ihm gut in die Flanke schießen kann. Ja. Und das probiere ich dann. Ich versuche auch tatsächlich die Aufmerksamkeit von dem Hirsch auf mich zu lenken und dafür zu sorgen, dass er quasi, also der Fluss hinter ihm ist, dass er also nicht nach hinten weg kann. Mhm. Er kann nach rechts oder links. Ich würde dann da, wo Hanno hingeht, quasi auf die andere Seite die beiden Jungkrieger schicken. Mhm. Genau. Okay. Und Orge würde ich signalisieren, dass er im Prinzip den Mittelbereich sozusagen nach hinten ein Stück abdeckt. Mhm. Okay. Dann haben wir ihn im Prinzip von 3 Seiten, können wir ihn den Weg enger ziehen und würden die Kleinen rauslassen und uns auf ihn konzentrieren, wobei er
wird aggressiv versuchen zu verteidigen. Also so wie wir das ja wissen von denen. So wie das wird, genau. Genau. Gut, also das heißt, ihr stellt euch entsprechend auf. Da würde ich jetzt dann doch mal bitten, dass du auf jeden Fall eine Probe ablegst auf deine Geschicklichkeit. Mhm. Ob du es schaffst, das so zu machen, dass ihr euch in Position bringen könnt. Ich habe eine 6 von der 12. Das ist wunderbar. Also die, du hast dir natürlich selbst den schwierigeren Part gegeben und deinen beiden Jugendkriegern den nicht ganz so komplexen. Also das heißt, die müssen nicht schon in Position sein, wenn das Ganze losgeht, aber du weißt, dass sie rechtzeitig da sein werden und so. Also insofern passt das alles. Ihr bringt euch also in Position und Hanno geht hoch und mit diesem Knarzen, weil das so ein wunderschöner Sehnenbogen ist, spannst du deinen Bogen und du bist heute echt was Besonderes, Björn. Du darfst als erstes den ersten Skillwurf machen, darfst als erstes den ersten Angriff machen. Ja? Also zumindest den ersten Fernkampfangriff, weil der, wie gesagt, funktioniert alles anders als alles andere. Okay. Genau. Also das hängt jetzt von der Rüstungsklasse des Gegners ab und von der Entfernung, auf die du schießt, wie gut du treffen kannst oder nicht. Du hast ja schon gesagt, du bist so nah ran, dass du eine sinnvolle Trefferchance eben hast. Was so viel bedeutet wie, du bist in der Entfernung, in der du eine Chance hast zu treffen, aber wie gesagt, also es ist kein Hail Mary, aber es ist schon ein schwieriger Schuss. Aber zumindest, egal wie, wirst du ihn ja dann damit ablenken oder seine Aufmerksamkeit eben auf dich ziehen oder wie auch immer. Du darfst mal einen Würfelwurf machen, das sind dann 2W6 und in dem Fall ist die Schwierigkeit 10. 2W6 und die Schwierigkeit ist 10, ach du Scheiße. Genau. Okay. 9, nein. 9. Also der Pfeil fliegt wirklich knapp an dem über den Hirsch drüber, der dann auch so. Dann würde ich versuchen. Du gibst laut, ja? Ja. Oh, sehr schön, cool, alles klar. Genau. Ja, sehr schön. Auf der anderen Seite sind die anderen beiden, die sich also in Position bringen, während du das tust und dabei dann auch ihr Bestes tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem sie mit dem Stock auf den Boden hauen. Was in dem weichen Boden nicht so dieselbe Wirkung hat, wie laut U zu schreien und sich wild auf die Brust zu trommeln wie Tarzan. Aber, also sie tun das, was der Versuch zählt. Genau, der Versuch also sie tun das, was in ihrem Rahmen möglich ist. Möchte Orge irgendwas Besonderes tun? Nein, tatsächlich warte ich erstmal, wohin sich der Hirsch entscheidet und was ich würde mich darauf vorbereiten dann auch, also weil ich davon ausgehen würde, dass wir versuchen müssen zu verhindern, dass er irgendjemand von uns wirklich angreift. Das heißt, sobald er in eine Richtung sich entscheidet, würde ich dann schauen, dass ich auch aufstehe, mit dem Stock rumwirbel und mich möglichst versuche, optisch groß zu machen dadurch. Ja. Und halt auch dann ihn ablenke, sobald er zu sehr in eine Richtung von den anderen gelaufen ist. Okay. Also er entscheidet sich dann sehr schnell, weil du hast schon da, du gibst schon echt dein Bestes. Und eins müsst ihr sagen, also Davis der Rote hat natürlich auch, also der heißt nicht umsonst so, weil der hat langes Haar, hat rotes Haar, also jetzt nicht feuerrot, aber halt rötliches Haar. Und der, das sieht halt wirklich aus wie so eine Mähne, die er da hat. Also, und breite Brust und so weiter und so fort. Also wirklich, er ist imposant, so könnte man das nennen. Und gibt entsprechend da laut und du siehst die ganzen kleineren Hirsche, die alle so ein bisschen so am Gucken sind. Also die sind ängstlich, das kennst du schon vom Bild her, aber die sind nicht so ängstlich nach dem Motto, die haben die totale Panik, aber die versuchen halt einen Weg zu finden, wie sie raus können. Ihr habt die ja mehr oder weniger jetzt eingekesselt dann dabei. Ja. Und das dauert also dann nur so ein paar Herzschläge, bis er dann voll auf dich zuhält, das Geweih senkt und in deine Richtung stolziert. Ja, Orge, du darfst mal bitte einen Wurf auf dein Charisma machen. Nicht mein Stärke, 7 von 8. Also du stehst da. Es reicht jetzt nicht, um den Hirsch dazu zu bringen, den Angriff abzubrechen, aber es reicht zumindest, um also den Rest der Herde so weit in Verwirrung zu halten, dass da nicht irgendwas passiert, weil auch die Kleinen können durchaus angreifen. Ja? Aber das ist mehr so, als würde dich eine Herde Hunde angreifen. Also kann ja auch wehtun. Ist trotzdem scheiße, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Aber nicht zu vergleichen mit diesem Großhirsch. So, und der
galoppiert volle Wutz auf dich zu. Mhm. Jetzt kommen wir in die eigentliche Kampfrunde. Wie funktioniert der Kampf? Initiative gibt es, indem ihr sagt, wer die höchste Geschicklichkeit hat. Das ist bei euch eine relativ einfache Geschichte. Hanno hat die höchste Geschicklichkeit, gefolgt von effektiv am Ende des Tages allen anderen. Genau. Also alle 12, ne? Genau, weil ihr alle 12 habt, das heißt, ihr dürft euch dann da drin entscheiden, wie ihr weiter vorgehen wollt. Das Viechzeug hat eben entsprechend eine eigene Geschicklichkeit, aber du darfst anfangen, Hanno. Okay, kann ich mich bewegen und schießen? Kannst du, wird dann aber schwieriger. Okay, weil der Hirsch bewegt sich ja im Moment quer zu mir, beziehungsweise ein Stück weit weg. Das heißt, ich muss mich eigentlich bewegen. Das heißt, ich bewege mich wirklich mit zügigem Tempo jetzt in seine Richtung, um die Distanz zu verkürzen, lege den nächsten Pfeil an und sobald ich irgendwie den Eindruck habe, so, jetzt bin ich wieder näher dran, also noch näher, als ich beim ersten Schuss war, schieße ich dann. Okay, das heißt, du rennst erstmal, also so weit Rennen ist, also mit gespanntem Bogen auf in seine Richtung, guckst aber dabei natürlich, dass du... Damit kennst du dich schon aus, dass du nicht irgendwo zufällig dann doch in einen von den kleinen Hirschen reinläufst oder irgendwie sowas. Genau. Das ist immer ein bisschen blöd. Das heißt, du brauchst einen Moment, um dich in Position zu bringen. Du kannst dann gleich noch schießen, du bist aber auch jetzt näher dran. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann sind wir schon an der Stelle, wo dich der Hirsch erreicht. Also das heißt, der Hirsch erreicht dich, also der ist schneller als du. Und der versucht dich als allererstes mal über den Haufen zu rennen. So wie das Hirsche so zu tun pflegen. Ne? So, deine Rüstungsklasse ist? Eine 5. Eine 5. Alright. Nein. Okay, er rennt auf dich zu und du gehst im letzten Moment zur Seite. Und als er den Kopf wieder rumreißt und dann eben auch versucht, weiter nach dir zu stoßen mit seinem Geweih. Dankeschön. Hörnern sind es nicht. Du darfst aber, wenn du möchtest, mal zuschlagen. Das mache ich. Okay. Ich versuche mit meiner schweren Keule. Die hat eine Waffenklasse von? 3. 3, okay. Gut, das ist eine Waffenklasse von 3. Mhm. Der Hirsch ist groß, der ist auch nicht besonders schwer zu verfehlen. Das heißt, du brauchst nur 7 oder höher, um ihn zu treffen. Ja, mit einem W20. Mit einem W20. Ja. Wie gesagt, es läuft alles anders. Also wie sich das gehört. Alles hat sein eigenes System. Ist auch total anders. Ich habe mit 15 schießen. Bam, schlägt die Keule ein. Bam, hast sie mal volle Wutz getroffen. Mhm. Das ist mega. Schaden, den du machst, ist die Klasse 2. Schaden 2. Ja, das ist leider nur ein W6. Aber du hast eine hohe Stärke, nämlich eine von 16. Damit machst du plus 2 Schaden. Sehr gut. Dann mache ich immer 5. 5 Punkte Schaden. Bam. Alright. Das heißt, er ist an dir vorbeigerannt und als er an dir vorbei ist, haust du ihm, das ist wirklich so eine zweihändige Keule, die du da hast, voll in die Seite. Mhm. Und also es hört sich an, als würdest du ein bisschen eine Trommel schlagen dabei. Okay. Also weil so ein aus ihm rauskommt. Aber das ist wirklich halt ein Riesenvieh. Also du kennst das schon, aber normalerweise habt ihr die versucht auf Abstand zu halten. Sprich, ihr habt mit Speeren gekämpft und solchen Sachen dann dabei. Aber das jetzt hier so in der Weise aus der Nähe ist auch, du merkst also durchaus, wie das Adrenalin wie wild durch deinen Körper schießt. Was wollen denn deine beiden Kumpane machen? Die sind ja jetzt natürlich ein bisschen weg. Ja. Die sollen eigentlich hauptsächlich dafür sorgen, dass er und auch die Herde eben da bleibt. Also eher so mit Speeren so, hey, geh weg, geh weg. Also im Prinzip das, was er eigentlich normalerweise macht. Was sie normalerweise machen. Okay, genau. Gut, das machen also, sie dann aber mehr mit der Herde. Ja, ja, durchaus klar. Auch hier, weil die versucht aus der Situation rauszukommen und die stehen da und halten die so mit den Speeren ein bisschen auf Abstand. Also das kennst du aber schon, das geht immer nur eine gewisse Weile gut. Ja, ja. Weil irgendwann fangen die irgendwann an. Irgendwann finden die eine Lücke oder... Nee, irgendwann werden die bissig. Oh. Was macht denn Orge? Geht böser Blick auch auf Tiere? Das hast du noch nicht probiert. Dann versuch das doch mal. Okay,
Du musst ein bisschen, du musst natürlich, du musst lange genug dran sein. 30 Meter, das ist weiter als alles andere, was ich kann. Wollte ich gerade sagen, 30 Meter ist schon echt super. Gut, was ist denn deine Intelligenz? 14. Wow, das ist natürlich ein Knaller. Nur mein Triple X ist noch besser als meine Intelligenz. Dann darfst du auf wow. Okay, du darfst mal würfeln. Mit einem W20 und sagst 20 Seite und sagst mir mal, was du gewürfelt hast. 7. Eine 7. Okay, das reicht. Du konzentrierst dich auf diesen Hirsch. Du merkst, also jedes Mal, wenn du das benutzt, du musst dich wirklich konzentrieren. Also du rezitierst dabei auch, also im Endeffekt sowas wie Mantras in dem Sinne, um deine Gedanken entsprechend zu fokussieren, rufst Walmer an. Und du merkst dabei, wie dein, also wie dein ganzer Kopf anfängt dann auch zu pochen in dem Sinne, wenn du das tust. Und dann hast du das Gefühl, dass du plötzlich den Hirschen spürst. Also und in dem Moment dann so richtig so den Geist zu drücken. Genau. Und dann darfst du mal mit 2W6 würfeln. Das sind nur 7. 7. Also du hörst den Hirsch plötzlich so richtig schmerzerfüllt grunzen und einmal so zur Seite taumeln. Ich hab deinen Geist. Ich bin nicht dran. Hanno ist dran. Hanno ist dran. Hanno darf noch schießen. Genau. Ja. Genau. Du darfst noch mal schießen. Genau. Du bist näher dran, das macht es also leichter, das ist keine Frage. Das heißt, du brauchst nur noch eine 6, aber dadurch, dass du dich vorher bewegt hast, brauchst du eine 8. Okay. Ich habe eine 10 gewürfelt, das reicht. Das heißt, ich habe Sehnenbogen Klasse 1 mit Giftpfeil. Nice. Okay, gut. Also, das ist dann auf jeden Fall ein Treffer. Und die Schadenskategorie ist, wie gesagt, 2. Mhm. Das heißt, du darfst da mal dann einfach den Schaden würfeln. Eine 5? Eine 5, okay, das reicht auf jeden Fall. Und das Gift? Ich wollte gerade sagen, er hat doch das Hirschgift. Ja, das Hirschgift gegen den Hirschen. Also genau. Du hast ihn getroffen. Die sind immun gegen Hirschgift. Du hast ihn richtig schön in die Flanke getroffen. Also ein absolut großartiger Schuss, ein großartiger Treffer. Jetzt musst du mal mit 2W6 würfeln, wie stark das Gift ist. Dadurch, dass euer Gift halt, das ist immer so. Kann, aber nicht. Genau. So, irgendwas ist es. Das kann ich dir sicher 7. Sagen. Eine 7. Okay, alles klar. Gut, also das heißt, du triffst den Hirschen an der Seite. Er reagiert noch nicht sofort drauf. Das ist aber auch nicht unbedingt zwingend so, weil meistens braucht das Gift einen Moment, um zu funktionieren. Okay. Zeigt er denn schon eine Form von Schwäche jetzt? Weil ich meine, er hat jetzt offensichtlich 3 Treffer abgekriegt. Er hat schon richtig Treffer eingesteckt, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre er jetzt kurz davor aufzugeben. Das wäre auch verwunderlich, weil wie gesagt, das ist wirklich ein Riesenbiest. Genau, und damit sind wir in der nächsten Runde. Wenn du willst, kannst du auch direkt nochmal agieren, Hanno. Ja, das mache ich dann auch sofort. Also ich meine, ich habe ja offensichtlich gerade eine gute Schussposition. Ich habe den letzten Giftpfeil, der schon vorgetunkt ist. Genau. Und dann mache ich das Gleiche nochmal. Diesmal habe ich mich nicht bewegt, also muss ich nur eine 6. 2W6, eine 6. Das schaffe ich auch mit einer 7. Genau, sehr gut. Chong. Dann guck mal, wie viel Schaden du machst. Den Würfel. Eine 5 wieder. Ah, nice. Sehr schön. Dann würfel mal den Giftschaden. Eine 9. Eine 9. Alright. Also, du triffst ihn ein bisschen weiter vorne und dann auch so irgendwo im oberen Bereich des Nackens, wo der Pfeil jetzt dann drinsteckt. Und also du bemerkst halt schon, dass der Hirsch inzwischen echt am Schnaufen ist. Also, und das auch nicht nur, weil er gerade aufgeregt ist oder irgendwas, sondern dass der hat Schmerzen. Was willst du? Ich bin voll. Ja, du bist voll. Oh, Alter, jetzt gibt's aber so dermaßen auf die Ömme. Ja. Also, jetzt will ich auch mal treffen. Deine Rüstung war 5, ne? Yep. Langweilige 5. Ja, das ist eine 20. Das ist jetzt nicht so dringend ideal für dich. Nee. Befürchte ich mal. Oh, Weimar, hilfe uns. Das sind dann 5 Punkte Schaden, die du nimmst.
Und dann sag mir doch nochmal, was deine Konstitution ist, als der Hirsch. 14. 14, naja, gut. 14 ist ja schon mal eine sehr ordentliche Zahl. 14. Okay. Also, du merkst, wie er dich seitlich halt streift und halt auch wirklich die Haut aufreißt und man sieht das richtig, dass von diesen Hörnern eben dieses, das ist sowieso wie harzartig das Gift runterläuft und halt dann dabei auch durch die Wunde gezogen wird und du spürst ein fieses Brennen in der Wunde, als das passiert. Mhm. Ich vermute mal, dass es nicht meine erste Begegnung mit Hirschgift ist. Ja, also das, was du, also du weißt schon so von wegen von, also das, was du da spürst, ist, dass du genau weißt, so von wegen, okay, du hast ab jetzt noch nur so lange. Ja. Irgendwann wird dein Herz aufhören zu schlagen. Ja. Okay, was willst du tun? Ihn mit meiner schweren Keule hauen. Ja, bitte. Ja, also. Komm. Nur drauf. 16. Das ist ein Treffer. Du lässt dich davon gar nicht beeindrucken, nimmst die Keule hoch und saust einfach voll auf den Hirsch. Genau. Mach 3 Punkte Schaden. 3 Punkte. Naja, gut, okay. Warst auch ein bisschen abgelenkt, muss man zugeben. Okay. Was möchten, deine beiden sind immer noch beschäftigt, das ist jetzt die zweite Runde, das ist noch völlig okay. Orge, was willst du tun? Ich würde mich jetzt hinsetzen und ich habe den Geist von dem Hirschen, ich mache jetzt die Augen einfach zu, versuche den die ganze Zeit zu halten, sodass der nicht wegkommt. Also ich bin sozusagen jetzt der Geistesjäger und versuche einfach diese Verbindung, die ich habe, weiter zu nutzen, um den sozusagen geistig meinen Speer in den Wams zu rammen. Ja. Und dann, ihn weiter. Dann versuch das doch einfach mal. Das ist, du hast ja da durchaus schon einen super Ansatz gemacht. Dann gib mal weiter Gas. Das wären 15. 15, ja. Also du merkst richtig, wie du dich voll konzentrierst. Das ist mega anstrengend, was du da tust. Also das heißt, du merkst, wie dir der Schweiß halt das Gesicht runterläuft. Und also das sieht jetzt keiner, aber man sieht auch richtig deine Adern am Hals pulsieren, als du dich da volle Kanne drauf konzentrierst. Und ja, darfst nochmal 2W6 würfeln. 8. Wow. Alright, also du konzentrierst dich auf diesen Hirschen und das Letzte, was du hörst, ist ein lauter Schrei von Orga. Und dieser Hirsch, der da vor dir steht, nicht gerade so damit gehauen hat, von dir zur Seite genommen und dich dann ansieht. Und dann so klack, einfach zur Seite fährt. Jo! Ja. Dann nehme ich mein Steinmesser und schneide ihm die Kehle auf. Ja, also der ist schon tot. Du machst das, also klar, trotzdem, so hat man es gelernt. Ja, weil, genau. Nur weil es tot aussieht, ist es noch lang nicht tot in dieser Welt. Ja? Also du schneidest ihm die Kehle auf und es läuft dann auch Blut, also so schwallartig halt raus. Allerdings bemerkst du dabei schon, dass das Herz nicht mehr schlägt. Also siehst du an dem Blutfluss. Mhm. Und was du aber merkst, ist, dass dein Arm halt langsam taub wird. Ja, ja. Werde auch in meinen Gürteltasche greifen und eine der heiligen Lebensbeeren nehmen und verspeisen. Mhm. Die heilige Lebensbeere, die eine von den dreien, die ihr habt, bringt ihr 5 Lebenspunkte, also genau 5 Lebenspunkte wieder. Krass, da bin ich ja voll wieder fit. Bist wieder voll, aber dein Arm ist immer noch. Also das heißt, die Wunde schließt sich zwar, aber unten drunter merkst du, wie jetzt langsam dein Oberarm taub wird und wie dein Herz anfängt, immer langsamer zu schlagen. Du brauchst das Gegengift. Ja, ja. Du wolltest als Idee. Dann werde ich auch... Orge hat mich erwischt! So, du sagst es auch nur noch in der Form von... Oh! Und dann seht ihr ihn zur Seite fallen. Okay. Was ich mache, waren die Jungkrieger schon mal dabei bei einer Jagd? Die waren mit Sicherheit schon mal dabei, aber noch nie so nah und noch nie so verantwortungsvoll. Die versuchen momentan immer noch die kleinen... Denen gebe ich das Signal, dass sie im Prinzip, also ich vermute mal, dass die kleinen Hirsche jetzt fliehen werden.
Das, weil das ist jetzt, ihr Beschützer ist weg. So. Das heißt, ich gebe ihnen das Signal, dass sie im Prinzip den Weg frei machen. Was ich aber dann noch probiere, ist im Prinzip, halb, es ist Fleisch, auch noch einen von den jungen Hirschen sozusagen auf der Flucht, also den kleinen Hirschen, noch einen Pfeil hinten rein zu jagen. Mal gucken, vielleicht erwische ich ja einen wirklich. Also als erstes würfelst du aber mal bitte auf die Jungkrieger. Auf dein Charisma. Mhm. Ob du es schaffst. Das heißt, ich muss niedrig würfeln. Ja. Ja, du kennst das Spiel doch. Hoch, niedrig, oben, unten. Ah, der toll, okay, du hast es geschafft. Also, du gibst ihnen das Signal. Es kommt auch keinen Moment zu früh, weil inzwischen, das kennst du schon von der Struktur, am Anfang sind die erst sehr aufgeregt. Also, solange bis die so eine gewisse, Struktur dann entwickeln und dann sammeln die sich. Und dann wird's gefährlich. Also, weil in der Masse sind die Viecher dann trotzdem echt, echt unangenehm. Und du gibst ihnen das gerade noch so das Signal, dass die zur Seite, und dann in dem Moment rauschen die auch wie so eine Welle eben tatsächlich davon. Gut. Wenn du willst, kannst du natürlich nochmal einen Schuss probieren. Jetzt dann ohne Gift, ne? Aber du hast noch so ein Gift übrig. So ein Nachzügler erwischen. Genau, so Nachzügler, irgendein Tier, was im Prinzip nicht gleich mit der Horde weghaut, wo auch die Horde nicht mehr sozusagen umdreht und sagt, wir müssen das noch verteidigen oder sonst irgendwas. Also 9 ist auf jeden Fall ein Treffer, die sind noch nah genug für dich, dann darfst du mal prüfen, wie viel Schaden du machst. 5. Also, schack, du triffst eines von den Viechern in der Seite, das stolpert dann so nach vorne, versucht noch weiter wegzurennen, und dann stürzen sich die beiden jungen Krieger drauf und machen das, was sie gelernt haben. Genau, machen das, was sie gelernt haben. Immer kräftig mit dem Stock rein. Ja. Genau, machen gleich Haché. Gut, dann bewege ich mich auch ganz schnell hinter Orge hinterher in Richtung Davis, weil... Das unterstellt, dass ich da hingehe, aber na gut. Wenn du da nicht hinterher gehst, dann nehme ich meinen Speer und sorge dafür, dass du da hingehst. Gut, also ich nehme meinen Speer, stütze mich auf den Speer auf wie auf so einen Stab und mühevoll und sehr angestrengt und geschwächt humpel und hinke ich dann, schleppe mich zu Davis. Ja. Als du bei ihm ankommst, hörst du nur noch so ein ganz sanftes scheint dringend zu sein. Der Hirsch ist es nicht, also wird es wohl Davis sein. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich habe nicht gesehen. Sind nur 2. Tatsächlich, wenn es irgend sowas gibt wie ein Zweig oder ein Stock oder irgendein festeres Stück Schilfgras, irgendwas mit Halm, sodass ich ihn nicht anfassen muss dabei, mache mein Gegengift auf und stecke den Stock da rein, wenn es und streicht es dann den Arm entlang. In der Annahme, dass es die richtige Art ist, es zu benutzen. Ich hoffe mal, dass das... Ja, das weißt du auch. Du weißt schon, wie du das zu benutzen hast. Das ist insofern völlig in... Oder musst du es einnehmen. Das ist völlig... Nee, Auffrage ist schon gut. Also schlucken soll das keiner. Das wäre auch wirklich widerlich. Du weißt doch, was es ist. Du willst es nicht schlucken. Also von daher... Das genau. Ja, dann tue ich das und streiche mir meine Portion. Du streichst das drüber... Und das dauert dann auch nicht lange, bis du merkst, dass du wieder zu Atem kommst. Mhm. Aber du hast schon Mutter Walmer gesehen. Das war so. Also ich würde das so knapp. Und das mache ich natürlich, indem ich die ganze Zeit auch murmel dabei und irgendwelche Beschwörungen, damit es schön geheimnisvoll wirkt irgendwie. Und dann setze ich mich auch weiter daneben und mache halt entsprechend Geräusche, damit es wirkt. Eine Anwendung ist weg. Ja. Ja. Und du kommst auch mit dazu, Hanno. Und, also wie gesagt, die zwei sind noch beschäftigt. Du kannst dir inzwischen den Hirsch angucken. Es ist wirklich ein kapitaler Hirsch. Also ihr werdet viel Freude dabei haben, den zurück ins Dorf zu bringen, weil dafür seid ihr eigentlich ein bisschen wenige Leute. Aber klar, das lasst ihr euch nicht nehmen. Der kommt zurück auf dem einen oder anderen Weg. Zum Glück habt ihr Davis nicht verloren, ohne den wird es schwierig werden. Die Stärke könnt ihr dann doch gebrauchen. Und du darfst mal einen Wurf auf deine Intelligenz ablegen. Und zwar auf deine halbe Intelligenz, lieber Hanno. Halbe Intelligenz? Ja. Das ist jetzt echt nicht so hoch. Mutter Walmer hat dich nicht mit so viel kognitiver Fähigkeit gesegnet, nee.
Nee. Um einen Punkt nicht geschafft. Aber wobei, es hängt davon ab, wie wir runden. Ich habe 11. Ich habe 6 gewürfelt. Okay, 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 okay. Du guckst dir gerade den Hirsch an und es gibt dann so also du bist schon dabei, die Gedanken zu machen, holst schon das Seil raus, wie ihr den am besten, also wie du ihn am besten verschnüren kannst, sodass ihr ihn dann eben schleppen, zerren, tragen, was auch immer könnt. Mit den Möglichkeiten, die euch gegeben sind und den Speeren und was ihr so eben dabei habt an Sachen. Und als du gerade dabei bist, die Vorderhufe eben zusammen zu schnüren, bemerkst du eine Bewegung aus dem Augenwinkel. Und das reicht gerade noch dafür, dass du nicht überrascht bist, und du kannst reagieren. Es reicht aber nicht mehr aus, um den Rest irgendwie zu benachrichtigen. Und aus dem Schilfgras an dem Bach stürzen sich 4 Wulfen auf euch. Na klar. Also mal davon abgesehen, dass das, also noch keiner von euch hat jemals davon gehört, dass die Wulfen so weit an euren Wald vorgedrungen sind, weil so weit wart ihr noch nicht weg. Ist es vor allen Dingen auch verwunderlich, dass ihr jetzt gerade nur 4 Wulfen habt, weil normalerweise kommen die immer in größerer Zahl. Die sehen aber nicht aus wie Jungwulfen, ne? Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe hier zwei, kleine. Nein. Also, du darfst agieren, du hast auch eine Geschicklichkeit, die höher ist als ihre. Das heißt, du kannst noch was machen. Okay. Du kannst noch agieren. Sieht einer von den 4 ein bisschen wie so eine Art Anführerfigur aus? Ja, einer von denen ist irgendwie anders geschmückt. Also die haben immer so bunte Bänder und so Sachen im Fell. Also die haben natürlich alle auch durchaus teilweise unterschiedliche Fellmaserungen und solche Sachen. Aber insgesamt relativ vergleichbar, aber die scheinen sich irgendwie durch unterschiedliche Bänderfarben und Sachen und so weiter irgendwie zu individualisieren auch untereinander. Und der eine ist deutlich reicher geschmückt als die anderen. Also bevor ich den zusammengebunden habe, habe ich die Pfeile, die ich ihn reingeschossen habe, schon rausgezogen gehabt? Nein. Dann liegen die nämlich direkt daneben. Also ich bin mir sicher, du hast mit Sicherheit die aus dem Hirschen rausgezogen, die 2. Das meine ich, aus dem Hirsch, genau, ja. Ja, also davon gehe ich mal aus, ja. Gut, okay. Sind die nur in einem Zustand, dass ich sie schießen könnte? Du darfst mal würfeln. Also das ist 50-50. Also bei jedem Pfeil hast du eine 50-50 Chance, dass der noch so zu gebrauchen ist, dass es funktioniert. Also 1 okay, bis 3, also nein, 4 bis 6, ja. Okay, erster Pfeil 2. Nein. Zweiter Pfeil 2. Also die sind beide irgendwie gebrochen und haben Beschädigungen dann nicht. Dann dabei. Okay, aber gut. Könnte ich trotzdem im Prinzip Bogen hochnehmen und aus dem Köcher... Kannst du. Du kannst trotzdem auf einen von denen schießen, wenn du das möchtest, ja. Aber okay, du dann kannst auf keinen Fall mehr irgendwie Gift aufbringen, oder? Nee, das nicht. Es ging jetzt nur einfach darum, dann wär's vielleicht schneller gewesen insgesamt. Und vielleicht ist da noch ein bisschen Gift an den Pfeilspitzen, die ich in den Hirsch geschossen habe. Aber... dann schieße ich ganz normal und zwar genau auf den, der so ein bisschen anders wirkt. Und ich habe einen 9 gewürfelt. Einen 9? Also da sehe ich die Chancen doch relativ gut. Was du siehst ist, die haben eine andere Art von Rüstung als ihr. Das sieht so aus, als hätten die Teile von Holz irgendwie mit Fasern zusammengebunden und so eine Art Holzrüstung aus dem Ganzen gemacht. Sieht spannend aus, hast du in der Weise noch nie jetzt gesehen, aber du warst auch noch nie wirklich irgendwie an Auseinandersetzungen mit Wulfen beteiligt. Also das ist glücklicherweise, wie gesagt, auch selten und meistens ist das dann auch was dann eher von den erwachsenen Kriegern gemacht wird, weil die einfach wirklich auch gefährlich sind, die Biester. Okay, also, du hast auf ihn geschossen, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Was hast du gewürfelt? 9. 9. 9 reicht. Dein Pfeil fährt wirklich durch so eine Lücke zwischen zwei Holzstücken durch und
trifft ihn frontal in der Brust. Darfst mal deinen Schaden würfeln. Wieder ein W6, ne? Mhm. Ja, ist ja bei mir eh egal, welche Schadenskategorie, ein W6. Moment, ich muss mal gerade nachgucken, ob das ein W6 ist. Ein W6, ja. Ja, 6. So. Alter, bist aber auch ein Scharfschütze, du Respekt. Krass. Okay, also du triffst dich. Ich habe einfach gute Würfel. Und der heult auf, was man in dem Fall wirklich auch wörtlich nehmen kann. Und dann geben die was von sich, was ich... Also das hört sich nicht an wie eine Sprache, es ist mehr so ein Aneinanderreihen von verschiedenen Heullauten und teilweise Zähneklappern und solchen Sachen dann dabei. Aber es scheint irgendwie eine Form von Kommunikation zu sein. Mhm. Okay, dann sind aber die erstmal dran und stürzen sich auf euch. Genau. Einer von denen stürzt sich auf dich und du bist noch gar nicht wirklich fit. Ihr zwei sitzt da ja noch zusammen eigentlich. Du hast dich gerade halbwegs erholt. Ja. Genau. Also das heißt, drei von denen stürzen sich auf eure Jungjäger, die für sie dann also am nächsten stehen, auf die Jungkrieger. Und einer stürzt sich auf Hanno, nämlich der, den er da auch gerade verwundet hat. Und er stürzt sich dann einfach mal auf dich und versucht dich zu hauen. Die haben Geräte, die sehen aus, als wären das etwa so lange Stöcke, zack, die am oberen Ende ein Stück Stein haben. Was daran irgendwie festgemacht zu sein scheint. Und wosch, schlägt damit nach dir. Was ist deine Rüstung? 6. 6. Verstärktes Leder. Okay. Also, der stürzt auf dich zu über diesen Hirsch und springt dabei und er macht auch einen ganz schönen Satz, als der vorbeikommt. Mhm. Und hat dabei so richtig so die Lefzen am Backen. Schlägt nach dir und du weichst gerade noch so zur Seite aus. Aber bist jetzt mit ihm halt einfach auch eben schon relativ eng. Also nicht das, was du persönlich präferieren würdest. Nein. Gut. Und die anderen, welche Rüstung haben deine Jungkrieger? Gehärtetes Leder 5. 5? Ja. Alter, die sind halt Krieger, ne? Da gibt's halt Krieger. Nix. Da kennen wir nichts. Da machen wir mit. Okay. Oh Gott. Also, wer von den beiden steht denn vorne? Anela. Anela? Mhm. Anela steht vorne, liegt auch ein bisschen daran, dass Federik sich so, als sie kommen, so ein bisschen zurückzieht, während sie wirklich versucht, die Position zu halten. Und also das sieht wirklich so aus, als würden die sich gezielt auf sie stürzen. Und einer schlägt den Speer so zur Seite, während die anderen beiden schon von der Seite kommen und immer krasch, krasch, krasch mit den Äxten zuhauen. Die haben, also wie gesagt, die sind gerade mal so 1,20 Meter groß, also ein deutliches Stück kleiner als ihr, zwei Köpfe kleiner, aber das hält die nicht davon ab, wirklich, wirklich, wirklich boshaft zu sein. Und Anela nimmt insgesamt 14 Punkte Schaden. Okay. Also die steckt wirklich ein und die taumelt dann auch nach hinten, aber die lassen überhaupt nicht locker von ihr. Also das macht doch nicht den Eindruck, als hätten die da Interesse dran. Mhm. Und dann gehen wir eigentlich erst in die erste Runde. Yay! Das war die Überraschungsrunde. Hanno. Ja, der ist jetzt nah an mir dran. Das heißt, ich muss den Bogen fallen lassen und kann ich einen Speer im Prinzip aufnehmen und damit nach einem stoßen oder muss ich auf Messer gehen? Nee, du kannst schon, dein Speer liegt ja neben dir, also von daher ist das durchaus machbar. Okay, mit was greife ich mit dem Speer an? Ja, du würfelst mit dem W20, jetzt kommt die andere Technik, das kennen wir ja schon, ne? genau, der hat eine Klasse von 2, ne? Ja. Genau, okay, dann gib mal, würfel mal. Also möglichst hoch, möglichst hoch, na klar, anderes System. 17. Treffer! Also, du nimmst deinen Speer hoch und das ist eigentlich, also du bist doch halb am Knien, als er dann schon wieder nach vorne springt und du nutzt die Chance, um ihm gerade den Speer eben, also in dem Fall ist es so, dass du ihn wirklich durch reine Gewalt zwischen zwei von diesen Holzplatten durchtreibst. Dabei bricht auch ein bisschen die Spitze von dem Speer, als das an dem Holz abgleitet, aber das ist alles halb so wild. Mhm. Genau, das heißt, wie gesagt, Schadensklasse 1. B6, okay. 2.
Eine 2, okay. Schack, schack. Und aber das Gute ist, wenn der Speer neben drin steckt, versuche ich ihn dann noch ein bisschen auf Abstand zu halten. Er versucht dann auch mit der Axt nach dir zu schlagen, schafft das aber nicht. Aber nach so nach zwei Schlägen siehst du auch, wie er dann halt guckt mit, und den Speer so festhält und anfängt auf den Speerschaft einzuschlagen. Okay. Ey, lass meinen Speer in Ruhe. Wie gesagt, die sind nicht dumm, die Viecher. Leider Gottes. Das muss ich anders sagen. Lass meinen Speer Knack. In Ruhe. So, und die anderen drei, die noch da sind, stürzen sich weiterhin auf eure Jungkriegerin. Also das heißt, die versuchen sich erst gar nicht irgendwie fair oder irgendwas auf euch zu verteilen. Alter. Uiuiui. Der gibst es aber. Ja, also hier gibt es mal 9 Punkte nochmal. Ja, alles klar. Also, und ist immer. Also die verschwindet inzwischen auch unter den dreien. Also die ist nach hinten ist gestolpert und die trümmern einfach weiter auf sie ein. Gut, was möchtest du machen, Davis? Ich nehme meine schwere Keule und hau volle Wutz auf das Geweih. Auf das Geweih. Okay, was möchtest du erreichen damit? Dass es abbricht und ich das als eine Waffe benutzen kann, die giftig ist. Okay. Und nicht, in weiten Schwüngen. Nicht ungefährlich. Mit giftigen Spitzen. Nicht ungefährlich, aber spannend. Super cool, mag ich. Ich finde es gut, wenn Leute Risiken eingehen und sich damit umbringen. Also, gib alles. Hau mal einfach zu, das ist eine einfache Probe auf Stärke. Du willst, der Hirsch wehrt sich ja nicht mehr. Ja, das ist wahr. Mit einer 6 bin ich 10. Okay, Minuten. Du haust einfach das eine Geweih ab. Und das liegt jetzt da. Es suppt noch so ein bisschen aus dem Horn, also wie so harzig, wie gesagt. Wie willst du das denn anfassen? Ich wollte da eigentlich meinen Essensbeutel nehmen. Okay. Und damit unten packen, also da wo es am Kopf dran war. Ja, ja, okay. Ja. Und dann wild schwingend auf die Wölfe zu gehen. Nächste Runde. Kannst du nächste Runde machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was machen denn deine beiden Jungkrieger? Anela wird wahrscheinlich einfach nur versuchen, sich zu verteidigen. Die wird den Speer wahrscheinlich inzwischen verloren haben und mit dem Steinmesser agieren. Und Frederik wird mit dem Speer versuchen, einen der Wulfen von ihr runterzustechen. Okay, gut, dann darfst du mal angreifen. Fangen wir erst bei ihr an. Ja, Steinmesser, Klasse 3. Ist gar nicht so leicht. Eine 11. Eine 11 ist nicht getroffen. Also das heißt, das Steinmesser schabt so ein bisschen an der Rüstung entlang, aber sie schafft es nicht, ihn zu verletzen. Ja. Und Frederik mit dem Holzspeer mit einer 13. Der trifft, okay. Klasse alles klar. Darf mal 1W6 Schaden würfeln. Das sind 6 Punkte. Alles klar, okay. Motiviert davon, dass hier seine Gefährtin angegriffen wird, stößt er mit dem Speer zu und der eine Wolf wendet sich dann auch so zu ihm um. Und genau. Ihr merkt auch richtig, dass die echt so einen richtig fies gehetzten Blick haben. Ihr könnt das jetzt nicht beurteilen, ob das normal ist, vielleicht sind Wölfen so, oder ob das nicht normal ist, vielleicht sind sie nicht so, ihr wisst es nicht. Aber auf jeden Fall haben die so einen richtigen gereizt. Genau, danke. So wie wenn ich komische Bücher von Central Casting lesen müsste. Okay, alles klar. Also, was möchte denn Orge machen? Angesichts der Tatsache, dass es ja alles schnell gehen muss, mache ich jetzt nicht wiederum mit irgendwie geistig irgendwas, sondern ich bin ja in der Nähe des Geschehens bei Hanno. Ich würde mich so rumbewegen, dass ich von hinten möglichst den Wulfen kriege. Ja. Ohne dabei in irgendwelches Blut zu treten von irgendwelchen Hirschen. Und dann steche ich mit dem Speer zu. Ja. Ein
19. Ui! Achso, ich wollte gerade gucken, aber das geht gar nicht gegen meinen Wert. Ich wollte gerade sagen, oh scheiße, ich habe über meinen Wert gewürfelt, aber ich muss ja gar nicht. Völlig egal, wie gesagt, überlass das mir. Ich hab mit Absicht nicht versucht, euch das jetzt dann dabei, weil es ist viel einfacher, wenn ich das hier dann dabei mache. Okay, nein, aber 19 ist auf jeden Fall ein Treffer. Wunderbar, super, alles klar. Das ist dein W6-Schaden. Das ist ein W6 für den Speer. Ja. 2. Okay, aber kein Problem, das reicht. Du stößt von hinten zu und versucht doch weiter irgendwie so ganz schwach nach diesem Speerschaft zu hauen, als er dann zur Seite fällt und du ihn niedergedrückt hast. Die anderen. Ich laufe Richtung der anderen. Mhm. Sehr schön, alles klar, gut. Dann ist Hanno wieder dran. Was willst du tun? Okay, der steht ja noch vor mir und der Speer steckt noch in ihm drin. Oder ist der schon kaputt? Naja, der Speer ist noch nicht kaputt, aber der ist schon beschädigt. Aber du kannst ihn ja aus ihm rausziehen. Orga hat ihn ja gerade von hinten niedergestreckt und dann so zur Seite mit dem Speer weggedrückt. Das heißt, du kannst deinen Speer einfach rausziehen. Ich ziehe ihn raus und dann, also der ist tot. Ja, oder zumindest im Sterben begriffen, ja. Im Sterben, okay. Dann gucke ich, wer ist der Nächste an mir dran und nehme den Speer und dann im Prinzip nach Möglichkeit in einer fließenden Bewegung gleich den Nächsten angreifen. Mhm. Also das sind dann die zwei, die momentan auf? Auf Analea. Anela. Genau, Anela. Ja. Anela, ja. Einprügeln. Das ist ja dann auch, ich meine, eine Damsel in Distress retten ist ja auch ganz gut. Ich habe eine 1 gewürfelt. Hui! Du rutschst auf dem Blut aus und klatschst auf volle Wutz da rein. Das spritzt in alle Richtungen. Orge, du darfst mal würfeln. Ganz toll. Ich kann nichts dafür. 16. Wenn du meine Geschicklichkeit wissen willst, die ist 12. Nee, das war's nicht. Also, das war in dem Fall einfach nur. Also, du schaffst es gerade, weil du es so siehst. Und du bist ja da auch ein bisschen drauf geschult. Ich hatte ja tatsächlich sogar darauf geachtet, nicht in den Hirschen reinzudrehen. Ja, ja. Und du springst so nach hinten. Das ist so ein Matrix-Moment. Er dodgt Bluttropfen. Und vor dir so. So ein paar Bluttropfen, nur so ein paar Zentimeter von dir entfernt, die aufkommen. Pass auf! Während er da wie ein Fisch auf dem Trockenen im Blut badet. Sehr schön. Der Flinke. Okay, also einer von den beiden haut dann jetzt auf Federik von den anderen und trifft ihn nicht, aber er dringt auf ihn ein und der wird auch davon zurückgetrieben. Also das heißt, der schafft es auch einfach schlichtweg nicht, seine Position gegen den zu halten. Dafür ist er noch zu unerfahren. Und die anderen beiden prügeln weiterhin auf Anela ein. Ja, tun sie. Eieieiei. 16 Punkte. Ich glaube, das hat sie dann nicht mehr so richtig. Noch ist sie da. Okay, aber sie liegt wirklich am Boden. Sie hat noch 3 Hitpoints. Also da ist... ja. Gut, was möchtest du tun, Davis? Ich werde jetzt dasselbe wie bei dem Hirsch machen. Die versuchen, die Aufmerksamkeit der Gegner auf mich zu lenken, ja, indem ich wild das Geweih schwingend, ja, auf sie zulaufe und quasi drohen, sie mit diesem Geweih zu treffen. Mir geht es momentan darum, die zwei, die über Anela... sie quasi von oben bedrängen, quasi die anzugreifen, weil dann treffe ich sie nicht mit dem Geweih. Aber ich muss jetzt nicht gezielt ein, ich will die nur da wegtreiben. Alles eigentlich klar. Hauptsächlich. Dann würfel trotzdem mal auf deinen Angriffswert, also einfach mal ein W20. Auf die schwere Keule, weil der Unterschied ist wahrscheinlich nicht wirklich gegeben. Aber nur eine 4. Es ist schwierig, das Ding auch wirklich zu halten. Ja, ja. Weil das ist jetzt kein gut ausgeglichenes Schlaginstrument. Und also du merkst halt schon, wie du auch vorsichtig dann sein musst, als den ersten paar Spritzer dich fast treffen. Mhm. Als du das so richtig, denkst du so, Vorsicht, gar nicht geil. Dann wirst du damit auch. Lass mir das nicht anmerken. Nein, das war voll mit Absicht und deswegen weiß ich jetzt, dass ich lieber doch ein bisschen so zustechen sollte damit und sowas. Aber du schaffst es nicht, dich dabei so zu positionieren, beziehungsweise die so abzulenken, dass sie wirklich von ihr ablassen.
So, du darfst aber nochmal mit Federik angreifen gegen, ja, gegen seinen Gegner. Genau. Das ist eine 20. Wow. Okay, das ist dann ein richtig guter Treffer. Das ist automatisch voller Schaden. Ah, dann 6. 6 Punkte. Okay, Chuck. Also, er steht halt und rammt vor sich einfach den Speer durch den Wanst. Umkippt. Und du siehst auch den völlig ungläubigen Ausdruck auf seinem Gesicht. So, war ich das? Hab ich gar nicht gerechnet. Sehr schön. Okay. Alles klar. Dann darf Orge noch agieren. Okay, also vor mir ein geweihschwingender, ja, Irrer, der den Weg zu zwei Wölfen, die auf Vanela rumkloppen, verstellt. Genau. Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Da möchte ich mich gar nicht dazwischen begeben. Nein. Ich würde mal versuchen, ob diese Wulfen mit Gedankensprache erreichbar sind. Ah, okay. Und würde gerne versuchen, mal in die Reihen zu lauschen sozusagen und zu hören, ob ich überhaupt irgendwas außer Heulen und Lefzen und irgendwas verstehe. Dann, ja, mal schauen, was mich von da einführt. Was ist deine Intelligenz? Kriege ich auch einfach Emotionen oder irgendwas mit. Was ist deine Intelligenz? 14, ne? 14, ja. Okay, dann würfel doch mal mit deinem W20. 5. Okay. Du spürst Dinge, du hörst Sachen, du brauchst aber einen Moment, um irgendwie für dich, ja, eine Sprache draus zu machen. Aber ab nächster Runde kannst du dann tatsächlich mit ihnen reden. Mhm. So, als würdest du normal, ja, reden. Okay, alles klar, cool. Dann ist Hanno an der Reihe. Ich versuche wieder aufzustehen. Ja, das ist machbar. Okay, gut. Mein Speer ist jetzt kaputt. Ja. Liegt da noch diese komische Waffe von denen? Klar. Okay, dann nehme ich die und versuche damit zuzuhauen. Ja, das kannst du machen. Kann das auch nicht schwieriger sein, als mit einer Keule zuzuhauen? Nee, habe ich auch nie behauptet. Das passt schon. Okay, ja, alles klar, mach mal. Okay. Vielleicht treffe ich ja mal. Nein. Ich habe eine 4 gewürfelt, dann treffe ich garantiert also, nicht. Es ist aber auch schwierig. Das Ding ist völlig unwuchtig, also es ist so sehr kopflastig. Mhm. Und du bist auch erstmal völlig überrascht, weil du das gar nicht gewohnt bist, das irgendwie, also so ein Gewicht vorne dran zu haben. Mhm. Und sowas. Also, ja, okay. Dann. Und das ist auch ein bisschen blutglitschig und das ist eine Wulfenwaffe und außerdem ist alles total peinlich gerade und so, also von daher ist es schwierig. Ja, ich bin auch blutverschmiert, was auch nicht so cool ist. Nee. Und, du, der Hirsch, alles ist blutverschmiert. Nur Orge. Orge ist nicht blutverschmiert. okay, der kommt ja nachher raus. Komplett sauber. Weißer Leinenanzug, kein Fleck. Okay, und also, eine von den beiden lässt ab von Anela und der andere guckt erst zu euch, guckt sie dann so an. Boom! Und schlägt dir dann den Schädel ein. Mhm. Der andere stürzt sich, nachdem er die Situation so angeguckt hat, auf den Federik. Mhm. Trifft den auch. Also haut den von der Seite und verletzt ihn mit 4 Punkten, als er eben seine Axt gegen das Bein haut. Mhm. Ja, nachdem ich sehe, wie die Axt in den Schädel eindringt, muss ich jetzt auch nicht mehr auf Anela achten und kann also mit meinem Geweih einfach kräftig in den Wulfen, ja. Benutze Geweih mit Wulfen. Ja. Das ist der Plan. Nee. Es ist auch echt eine scheiß Angriffswaffe dann dabei, ja. Muss man einfach zugeben, ist nicht das Richtige, ist nicht ideal. Ich hatte gedacht, Geweih wäre eine coole Idee, aber. Was macht Federik? Der wird natürlich total sauer jetzt zurück angreifen, ja. Ist vor allen Dingen ganz schön fertig mit den Nerven, der Junge. Ja, das merkt man. Merkt man, ja. Also, der verteidigt sich halt mehr und ist immer noch von dem Anblick. Also, du siehst richtig, dass seine Augen so schreckgeweitet sind davon und so weiter. Also es ist jetzt für euch nicht so, dass ihr Tod nicht gewohnt seid. Wie gesagt, er ist Teil eures Lebens. Aber wenn das halt jemanden trifft, der einem nahe steht, mit dem, ja, man vielleicht so lange auch das Leben verbracht hat,
ist das natürlich nochmal eine andere Situation. Gut, was macht denn Orge? Also ich würde als erstes, bevor ich versuche, was zu sagen, ich muss mich erstmal, würde ich erstmal gucken, gibt's, also kann ich bei dem irgendein dominantes Gefühl, jenseits von, ich bin hier gerade im Kampf und ich muss alle Leute verprügeln. Also, weil du vorhin diesen gehetzten Blick hast, gibt es da irgendwas. Nö, die sind einfach so. Also aggro. Du kriegst einfach nichts Gescheites zu greifen. Dafür hast du einfach zu schlecht gewürfelt. Ja, okay. Dann würde ich tatsächlich nur eines tun, ich würde praktisch in dessen Schädel so laut ich kann reinschreien. Okay. Damit der irgendwie irritiert und abgelenkt wird, weil irgendwas in seinem Kopf plötzlich eine Stimme macht. Also mein erster Impuls war, Sitz, Platz zu rufen, aber die sind ja noch nicht trainiert. Wollte ich sagen, das sind wir noch nicht. Okay, alles klar. Du brüllst einfach laut, also nur in deinem Schädel, das heißt, du stehst da und hältst deinen Speer fest und zitterst dann wieder am ganzen Leib, weil es dich halt einfach wieder tierisch anstrengt. Du merkst auch, lange kannst du das Ganze hier insgesamt nicht mehr machen, also das ganze Spiel. Und du siehst, dass der eine von denen, der eure Gefährtin erschlagen hat, die Anela, dass der plötzlich so hochfährt, guckt, sich umschaut und du hörst dann so ein, wer ist da? Gut, ich brüllt sich die ganze Zeit. Also mir geht es ja nur darum, den so lange abzulenken, bis ihn jemand absticht. Mhm. Okay. Das hast du definitiv hinbekommen. Gar keine Frage. Der ist abgelenkt für den Moment. Was möchte denn Hanno machen? Den Abgelenkten dann im Prinzip doch versuchen, mit dieser Keule vielleicht mal zu treffen, weil im Moment ist er abgelenkt, vielleicht treffe ich dann leichter. 15, das ist zumindest mal eine echte Chance. Ja, das ist ein Treffer, okay. Ist auch ein W6. Auch ein W6, okay. Dann eine 5. Nice. Also du triffst den und es knackt auch laut und fies. Der war halt wirklich abgelenkt und du schaffst es, ihm die linke Schulter damit zu zertrümmern. Also das musst du dieser Waffe schon lassen. Wenn man mit der trifft, hat das ganz schön Bums. Man kann nicht gut mit ihr zustechen. Mhm. Aber die kriegt so einen eigenartigen Schwung. Mhm. Wenn der zuschlägt. Ja, der ist so ein Kipppunkt vermutlich und dann so. Sehr schön. okay. Also der jault nur noch und krümmt sich dann am Boden vor Schmerzen und du hörst in deinem Kopf so ein Nein, 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 nein! Balma, verfluch dich! Sehr schön. Gut. Hab ich ein Coup de Gras einfach zum Nachsetzen, wenn das schon eher im Boden liegt? Und dann ist der Letzte, der noch bei Fedrik ist, der guckt sich gehetzt um und stößt dann nochmal mit seiner Axt nach ihm. Also nicht wirklich hauen, sondern wirklich so stoßen. Und der zuckt dann auch so zurück und dann dreht er sich um und macht einen riesigen Satz weg. Ja, wenn jetzt jemand einen Bogen zur Hand hätte, aber leider... Gut, du möchtest den, der da vor dir kauert, mit dem Speer abstechen? Ah nee, du hast keinen Speer. Aber du möchtest mit der Axt... Keule, ich kann einfach nochmal zuschlagen, genau. Also du gibst noch ein... Nach dem ersten Mal zuckt er noch und du hörst nur so ein lautes... Also du hörst im Endeffekt Schreie, also das, was rauskommt, ist irgendwie Sachen, die du nicht so richtig gut verstehst und so Sachen wie Mama und so. Also da ist jemand gerade wirklich am Jammern und am Winseln. Und dann, als du nochmal zuschlägst, Crunch, ist Ruhe. Ich wollte mein Geweih nach dem Wegspringenden werfen. Mhm. Für irgendwas muss dieses Geweih doch gut sein. Ja, wirf dein Geweih. Also, wenn du jetzt eine 20 würfelst, triffst du damit. Jetzt wirft auch noch unsere Trophäen durch die Gegend. Ich glaube, es hackt. Wenn du jetzt eine 20 trifft, alles andere nicht. 20. Du willst mich fucking verarschen. Na, ernsthaft? Trifft stundenlang mit dem blöden Geweih nicht, weil so scheiß drauf. Du hast festgestellt, das ist ein mega Wurfpfeil. Knaller.
Okay. Das war einfach eine Wurfwaffe, schon immer. Du hast es einfach nicht, vorher nicht gewusst. Es war eine Wurfwaffe. Da musst du drauf kommen. Ideal ausgewichtet. So wurde die Spezialdisziplin des Davis, der Geweihwerfer, erfunden. Ja, genau. Zu Ehren von Davis werden noch heute Geweihe geworfen. Sehr schön. Okay, genau. Alles klar. Das ist auch eine Legende für uns Stamm. Ja, auf jeden Schaffer. Fall. Du darfst mal mit einem W6 würfeln. 6. Okay, und das Gift, das muss ich danach gucken, okay? Das reicht. Okay, also du triffst ihn damit, er stolpert so ein bisschen nach vorne, zieht dann das Ganze raus, springt auf die andere Seite, hetzt dann weiter. Also er ist wirklich schnell, also deutlich schneller als ihr das seid. Interessanterweise Richtung von diesem Messergras, wo die Hirsche dran vorbei sind. Und kurz bevor er da ankommt und dieses Gras schon so anfängt, so wieder in die Richtung sich zu bewegen, wird er langsamer, stolpert dann nach vorne, das Gras fängt schon so an und so tschick, 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 schlägt vor ihm auf den Boden und der rappelt sich dann nochmal so auf und versucht nochmal so zu springen, also das, was sie ja vorher schon ein paar Mal gemacht haben, so einen richtig weiten Sprung dann dabei zu machen und schafft den aber nicht so weit, wie er sich das wahrscheinlich selbst gewünscht hätte. Es reicht allerdings, um bis in dieses Messergras halt reinzukommen, was zum einen dazu führt, dass erstmal es so ganz seltsame Geräusche gibt, die sich anhören wie schick, 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 schick. Und es gibt so einen leicht roten Nebel. Aber was dann auch noch passiert, ist, dass plötzlich so ein Krummeln einsetzt an der Stelle. Und dann seht ihr, wie plötzlich so ein Teil des Bodens nachgibt. So. Da wollen wir nicht rein. Und es sieht wirklich aus, als wäre plötzlich so eine Kuhle entstanden da. Als wäre, wie gesagt, ein Teil des Bodens eingebrochen. Und zwar ein Teil dessen, was außerhalb noch von diesem Messergras war und ein Teil, was in diesem Messergras ist. Und alles Messergras drumherum macht jetzt halt wild irgendwelche Bewegungen und versucht da irgendwas zu schlagen. Okay. Ich fange einfach weiter an, erstmal sicherzustellen, dass alle von diesen Wulfen tot sind, die auch da sind, und dann mache ich weiter mit dem Hirsch. Und was ich danach noch machen möchte, ist, dass die Wulfen werden wir nicht mit zurückschleppen, aber denen die Ohren abschneiden, dass wir auch zeigen, dass wir auch einen ganzen Trupp Wulfen erlegt haben. Mhm. Was haben wir für Rituale bei gestorbenen Kameraden? Nehmen wir die mit? Beerdigen wir die? Was tun wir normalerweise? Also normalerweise nehmt ihr eure Gefallenen nicht mit, einfach weil die Gefahr ist zu groß, dass das dann nur dazu führt, dass noch irgendjemand anderes dabei stirbt. Was ihr normalerweise macht, ist sie zu betten. Also so wie, als würden sie schlafen, aber Steine und so weiter und so fort sind, wie gesagt, bei euch also extrem selten, also von daher habt ihr eigentlich auch nicht viel, was ihr normalerweise dann dafür benutzen könnt, wenn möglich eine tote Decke. Wulfen. Genau, nein, das jetzt nicht, aber wenn möglich irgendwie eine Decke oder sowas, wie gesagt, dieses sowas, aber ansonsten lasst ihr normalerweise die Toten da und wenn ihr das nächste Mal kommt, sind die auch nicht mehr da. Gut, ich würde tatsächlich auch ein bisschen Gras abschneiden, über die drüber legen und dann ihr das Geleit ihres Geistes zu Mutter Weimar irgendwie helfen. Also es wird sicherlich irgendwelche Rituale geben, damit die Geister in Ruhe Richtung Weimar irgendwie marschieren. Genau. Oder Richtung Ritual des Übergangs und so weiter und so fort. Genau. Also von daher, Ich würde als Anführer natürlich die entsprechenden Riten machen, aber dann mich um Hirsch und Hirschtransport kümmern und Frederik auch nach einer angemessenen Zeit Der immer noch dazu auffordern,
zu helfen. Was er dann auch tut, aber er ist sichtlich noch erschüttert. Klar. Federik. Klar. Gut. Also das heißt, ihr macht den Hirschen fertig? Mhm. Genau. Den können wir im Prinzip auf irgendwie, wenn wir längere, wir haben keine längeren Stäbe mehr, ne? Wir haben nur die gebrochenen Speere, sonst könnte man die im Prinzip auf eine Art Bare ziehen. Nur du hast deinen Speer. Nur du hast einen gebrochenen Speer. Ach so. Ja, okay. Aber sonst können noch Speere. Und den kannst, ja, okay. Du kannst den von Anela benutzen. Die braucht er nicht mehr. Stimmt, ich nehme den Speer von Anela und bedanke mich auch bei ihr, dass ich sozusagen weiterverwenden darf. Und ja, hier kommt nichts weg. Genau, also dann genau, achso, ich nehme, genau, also wir müssten, also ich tatsächlich, also wir sind nicht in einer Gesellschaft, wo man sich leisten kann, das Zeug mit den Ton zu begraben, das ist was für Häuptlinge. Ich krieg die Rüstung abgenommen, das ist gehärtetes Leder, ist total wertvoll. Ja. Das machst aber nicht du. Passt die mir? Ja. Nein, das machst aber nicht du. Morge. Nee. Weil ich mach das hier nicht, ich muss sie ja anziehen. Nee, also wenn. Normalerweise würde ich jetzt den Felric nehmen, weil das ist der Jüngste im Bunde. Mhm. Aber das ist dann, glaube ich, noch ein bisschen traumatisierend, ne? Aber ist mir ja scheißegal, weil Psychologie ist noch nicht erfunden. Also, Was abhärtet, ist gut. Okay, genau. Ja, also. Soll sich früh genug dran gewöhnen, ist kein Spaß hier. Federik guckt dich einfach nur an, völlig entgeistert und dann auch ein Stück weit angewidert und guckt dich an. Orge weiß, was er tut. Wenn er sagt, wir nehmen es mit, das ist gut. Würfel mal auf dein Charisma. Na gut. 11 ist unter meiner 12. Ja, er macht's. Okay, alles klar. Er ist dabei, gerade Anela eben von ihrer Rüstung zu befreien. Mhm. Also, beziehungsweise die Rüstung hat natürlich dadurch auch Schaden genommen, aber es kann man alles noch gebrauchen. Und du hörst die ganze Zeit so ein leichtes Raunen, Orge. Das war am Anfang ganz leise, aber das wird gerade immer lauter. Ich horche genauer hin. Kann ich irgendwas, also ist das aggressiv? Kommt es näher? Wird es einfach lauter? Weil irgendwelche Geister jetzt. Also ich weiß nicht. Bin ja seit Schamane erst seit wenigen Stunden. Nein. Also ist das normal, dass zum Beispiel die Geister geholt werden von irgendwas? Also gibt es dann irgendwie so einen Abtransport und das ist so ein Geräusch, oder? Du kennst das so nicht. Also das ist normalerweise nichts, was passiert, wenn Valmar sterben. Aber es ist so dieses, es ist wie eine ganz intensive Form von dem, wenn du die Seelen der Sith manchmal hörst. Ja. Aber das ist jetzt viel intensiver, als du es normalerweise kennst. Und es kommt wie so in Wellen gerade ein bisschen über dich. Und das läuft dir dabei auch echt kalt den Rücken runter. Also einfach, weil so die Intensität so nah ist und so heftig. Und aber von euch hört keiner was an der Stelle. Also das ist, ist nicht so, dass irgendjemand von euch was mitbekommen würde, sondern nur Orge, der dann irgendwie auch dann anfängt, so komisch sich umzusehen. Aber du kannst nichts genau verstehen, aber das ist halt genau das, was du eigentlich immer hast, wenn du das so hörst. Okay, ich stelle mich hin. Ist es nach wenigen Sekunden oder ist es, nachdem ich schon ein bisschen ein Ritual rumgemacht habe und der die Rüstung schon halb abgenommen hat? Also das passiert, nachdem du nachdem du gerade den Federik dann das war die ganze Zeit schon da, bemerkst du, aber es war die ganze Zeit wie wenn man so einen leichten Tinnitus hat. Das passiert manchmal, kann nach dem Kampf auch passieren, irgendwie ist da so ein Geräusch, aber dann merkst du, dass dieses Geräusch dann plötzlich anfängt so anzuschwellen und dann aber wieder so zu verebben, aber du merkst ganz genau, dass es wie so eine Wellenbewegung halt dann wieder kommt. Ich stelle mich hin, mache immer noch die Augen zu, sag einfach so generell in die Richtung, die Geister, einfach damit ein bisschen Panik ausbricht. Und dann, ich richte mich auch auf und gucke mich um. Und schnappst den Geweih, okay. Nein. Die Geweihten. Und was ich dann versuche tatsächlich ist irgendwie, also
wenn ich jetzt in der Geisterwelt oder in der Geisterebene denken würde, würde ich jetzt versuchen, irgendwie das nicht zu lokalisieren, sondern zu gucken, ob ich dem eine Form geben kann. Also ist das, sind das ganz viele Stimmen? Ist das was, was eher aus dem Boden kommt? Ist das das Gras? Ist das was, was im Himmel ist? Also irgendwie zu versuchen, dann näher, das näher zu lokalisieren oder näher zu verstehen, was es damit auf sich hat. Ja. Also es dauert, so, es dauert so ein paar Herzschläge, ihr seid immer noch dabei, so eure Sachen dann, ich also guck erstmal natürlich, wenn er was gesagt hat, ob es irgendwie relevant ist. Und, also ich bin da nicht aufgestanden, tatsächlich. Dann, ja, und dann stimme ich mich wieder also her. Du bemerkst gar nicht, wie du dich dann dabei dann auch so ein bisschen bewegst, während du dich da drauf so konzentrierst. Also er wirkt auf euch so ein bisschen geistesabwesend, so ein bisschen, also man würde heute sagen schlafwandeln, so ein bisschen, sie bewegt. Und du merkst irgendwann, dass es nicht eine Stimme ist, die du hörst, sondern es sind zwei Stimmen, die du hörst, die dann auch manchmal sich unterscheiden. Also es hört sich ein bisschen so an, als würden sie miteinander reden, aber jetzt auch nicht wirklich, weil sie teilweise auch übereinander, also übereinander hinweg zu reden scheinen dabei. Aber es scheinen zumindest zwei Stimmen zu sein und es wird für dich intensiver, als du merkst, dass du näher an den Fluss rangetreten bist. Ich laufe tatsächlich einfach Richtung Fluss. Also ich lasse die Augen zu. Ich sag immer nur, also ich murmel halt irgendwas vor mich hin. Wala, beschütze mich. Weimar, beschütze mich. Wache über mich und gehe zwei, drei Schritte näher an den Fluss ran. Du stehst jetzt und halt an dem Fluss. Also ich möchte nicht so, dass ich demnächst reingezogen werde oder reinfalle. Also ich möchte schon so 3-4 Meter davor aufhören. Okay, kein Problem. Weil Wasser ist nicht so meins. Nein, ganz, ganz, ganz schön. Ich konzentriere mich auf Weimar und die Stärke und das, was mir mein alter Schamanenlehrer, der gute Volks beigebracht hat, oder der stinkende Volks beigebracht hat. Der Unreine, Entschuldigung. Unter Schamanen hast du Zentrum, wenn du mir den stinkenden Volks genannt. Der Schaman heißt ja nur der stinkende Volks. Sehr schön. Dankeschön. Und versucht tatsächlich, eine von den Stimmen zu isolieren. Kommen beide aus dem Fluss? Und wenn das so ist, würde ich einfach eine von denen nehmen und versuchen, mich auf die zu konzentrieren und auch da wieder zu versuchen, entweder zu verstehen, was sie sagt oder irgendwie der Sache eine Form zu geben. Wenn du da so stehst, darfst du mal einen Wurf auf deine Intelligenz machen. 8 von 14. Okay. Du konzentrierst dich, du merkst, dass die Stimmen nicht von aus dem Fluss zu kommen scheinen, sondern von hinter dem Fluss, Richtung dieses Messergrases. Da, wo das Gras ist, ne? Ja. Okay. Ich versuche, meinen Geist Richtung des Grases zu senden und in diese Lücke zu gehen, wo der Wulfen reingerutscht wurde. Und da zu versuchen zu schauen, was da zu spüren ist. Ja, also die Entfernung ist relativ groß. Und du merkst, dass dich das Ganze auch wirklich dann anstrengt, also deinen Geist da so reinbewegst, macht das dann halt dann irgendwann so. Und das ist der Moment, wo du bumm. Also, Orge fällt einfach Schlag um. Okay, am Fluss. Da laufe ich hin. Ja. Also, Hanno hat inzwischen den Hirsch soweit fertig. Also, Federik hat auch Anela von ihrer Rüstung befreit und die Dinge des Stammes wieder bereitgelegt, sodass sie dem Stamm zurückgegeben werden können. Also von daher, alles ist eigentlich jetzt dann fertig. Nur Orge hat sich entschlossen, am Fluss ein Nickerchen zu machen. Du rennst rüber und du siehst ihn am Boden liegen und also die Augen sind weit aufgerissen und er hat so leicht Schaum vor dem Mund. Gut. Ich weiß, dass er keine Berührung, kein Wasser haben mag. Normalerweise würde man jetzt entweder Wasser drüber gießen oder ihn tätscheln. Beides fällt aus. Großartig. Du kannst ihn mit deinem Speer pieken. Das war genau meine Überlegung jetzt. Also ich werde ihn quasi mit der Rückseite meines Speers so anstupsen. So. Orge, alles in Ordnung. Es dauert einen Moment, bis er
dann wieder zu sich kommt und... Die Stimmen. Die Stimmen. Ich mache ein lauschendes Gesicht. Ich höre nichts. Die Stimmen sind doch weg. Jetzt sind sie verschwunden. Sie kamen von dort und ich zeige da drüben auf das Gras. Auf der anderen Seite des Flusses. Mhm. Mhm. Ist es gefährlich? Alle Geister sind gefährlich. Aber wir können es nicht sehen. Was wir nicht sehen können, können wir nicht bekämpfen. Außerdem gucken. Ich gehe mal rüber. Ich wollte eigentlich meinen Trophäe holen, ne? Ja, klar. Also der Wulfen, der dein Geweih mitgenommen hat. Genau. Alles klar. Also von daher. Ausgeliehen. Die über den Fluss ist keine ganz ungefährliche Geschichte, das weißt du. Also weil, hey. Wasser, man sieht nichts, irgendwas will dich fressen. Aber ihr seid in der Nähe einer Furt, das wisst ihr alle. Also von daher kannst du relativ einfach den Weg dann auch nehmen. Mach ich. Also ich würde dann die Furt benutzen. Willst du die alleine nehmen? Willst du Leute mitnehmen? Ich sage halt, ich gehe gucken, was gehört und hol mein Geweih. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was es ist. Geheimnisvoll und mystisch bedrohlich. Ja. Also ich würde wichtig. alleine gehen wollen, aber dass die anderen quasi mich beobachten. Dass, Okay. Kriege ich das mit? Nee, ich sag das laut. Also. Ja. Achso, du sagst das laut. Okay, gut. Ist das Gras, also die Stelle, wo der Wulfen da verschwunden ist, in einer, wenn ich am Fluss stehen würde, in einer Schussentfernung schon? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Okay. Weiß ich, ob das Gras sehr, sehr trocken ist? Nee, hier ist eigentlich nichts wirklich sehr, sehr trocken. Also okay, gut. Also die Idee, einen Feuerfall zu verschießen oder sowas, wird nichts bringen? Nein, das nicht. Okay. Also es regnet auch immer wieder. Ja, also okay, gut. Dann, aber ich stelle mich dann bereit mit Bogen und Pfeil sozusagen als Sicherung. Und ich sage zu dem jungen Krieger, der ist jetzt, dann der soll auf den Hirsch aufpassen, weil nicht, dass uns der jetzt noch abhanden kommt. Mhm. Also der steht da und ist inzwischen, also vielleicht nicht kurz vor der Panik, aber ganz, ganz kurz davor, sich zu überlegen, dass er noch was vorhat. Also das ist... Okay, und du gehst alleine da drüber und du guckst. Okay, alles klar. Gut, du gehst zur Furt und bewegst dich darüber. Und gerade als du auf der anderen Seite ankommst, hörst du hinter dir so ein ganz lautes Blop. Und du drehst dich um und siehst nur noch so ein paar Wasserwellen. Du hast nichts gesehen, aber das Wasser bewegt sich in wirklich einem hohen Maß. Und dann kannst du rübergehen zu dieser Stelle. Du kannst auch den Abstand so halten, dass du von der Seite kommst, wo eben noch das normale Gras war und nicht das Messergras. Als du da so in die Nähe drehst, siehst du, wie das Messergras halt dann auch wieder anfängt so zu schwingen. Mhm. Aber halt nur so, sieht immer so aus, als wäre das einfach nur vom Wind zerzaust. Ja? Ist nur ein bisschen komisch, wenn es in die Richtung schlägt, wenn der Wind von da kommt. Ja, ist ein bisschen, das ist halt ein bisschen Mist. Komisch, ja. Und was du siehst, raubt dir aber förmlich den Atem, weil du siehst, hier hat der Boden nicht einfach nur nachgegeben, sondern du denkst im ersten Moment, der wäre eine Art von Kaverne, auch wenn dir dafür so, also nicht wirklich, also naja, den Begriff kennst du eigentlich nicht, du hast noch nie eine Höhle gesehen oder sowas, aber irgendwie der Boden ist einfach verschwunden, das hattest du noch nicht. Aber was du da siehst, was da freigelegt wurde, ist, also zum einen liegt da dieser Wolfen unter dem ganzen Dreck und dem ganzen Drum und Dran mit dem Geweih im Rücken noch immer. Aber es sieht so aus, als wäre der mitten in den Brustkorb einer riesigen Kreatur gefallen. Hm. Also da sind mehrere Rippenbögen, die aber alle
jetzt nicht weiß sind, sondern geschwärzt, so als hätten die im Feuer gelegen. Also das heißt, die sind alle eher rußig als irgendwas anderes. Und dazwischen noch so Reste von vielleicht Haut oder irgendwie sowas dann dabei. Aber es sieht auch aus, als würde das hier schon ewig liegen, das Ganze. Und also wirklich so die Reste eines skelettierten Titanen. Und mit dieser Stelle machen wir dann einfach mal einen Cut für heute Abend. Okay. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem Mystery Unearthed. Und keine Angst, das geht dann natürlich auch kommende Woche weiter. Wir wollen ja noch wissen, was Davis, Hanno und Orge mit dem Körper dieses Titanen anfangen, was da noch so passiert, was sie vielleicht auch im Inneren des Titanen finden. Wir wissen es nicht. Nein, also ihr wisst es nicht, ich weiß es. Und ich freue mich total darauf, das dann nächste Woche mit euch zu teilen. Also von daher, nächste Woche geht's weiter, dann haben wir erst wieder alte Männer, danach haben wir ein nettes Mystery unearthed. Also von daher, nehmt euch nächste Woche nichts vor. Und egal, was ihr tut, bis wir uns nächste Woche wiedersehen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss.